Hey, yo und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf wrestlinginfos.de. Wir besprechen heute WXW Back to the Woods und wir schauen ein bisschen in die Zukunft der WXW. Und das tue ich nicht alleine. Ich bin der Björn, ich bin der Edeljobber und meine Kollegen sind auch wieder am Start. Unter anderem der Hermeshater. Grüß dich, Pascal. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Edeljobber. Ja, das freut mich doch sehr. Dir geht's hoffentlich gut. Ja, alles bestens. Eine stressige Woche hinter mir gehabt, aber jetzt ist mal langes Wochenende. Ich brauche erst am Mittwoch wieder zu arbeiten. Okay, nicht auf dem Weg zur Arbeit von irgendwelchen Bauern aufgehalten worden. Nö, das sind ja nur 5 Minuten Fußweg, da geht's. Und da ich im Einzelhandel arbeite, habe ich tatsächlich auch, hätte ich gedacht, ich hätte davon mehr mitbekommen, aber die waren wohl ganz gut drauf vorbereitet. Na, dann geht's ja. Und wir sind nicht nur zu zweit, wir sind auch heute wieder zu dritt. Quaggy ist auch wieder am Start. Grüß dich. Hi. Dir geht's hoffentlich auch soweit gut. Oh ja, ich hatte auch eine stressige Woche, aber ja, letztes Wochenende verspricht erholsam zu werden. Okay. Haben dich meine Bahnstreiks aufgehalten, oder? Nee, ich fahre tatsächlich mit dem Bus zur Arbeit, also bin ich gegen Bahnstreiks gefeit. Oh, aber da hast du ja heute am Aufnahmetag wahrscheinlich eher ein Problem gehabt, oder? War nicht heute großer Streik hier, ÖPNV? Es ist möglich, aber freitags ist mein Homeoffice-Tag, insofern. Das geht ja. Ihr beiden, ihr wart letztes Wochenende schön in Oberhausen gewesen, habt euch schön die WXW live gegönnt, während ich zu Hause gelegen habe und nach der Arbeit schlafen gegangen bin. Ich hatte eigentlich auch vor und Bock gehabt zu kommen, aber ich war einfach zu sehr im Sack und habe mir das dementsprechend schön zu Hause auf YouTube danach anschließend gegönnt. Ihr wart aber in der Halle gewesen. Wie war es denn vor Ort? Boah, muss sagen, für ein Back to the Woods, kennst du es ja eigentlich, war die Halle echt gut gefüllt. Mit 530 Zuschauern in Halle 2. Gab keine Sitzplätze mehr. In der Hinsicht war ja alles ausverkauft, gab es nur noch Stehplätze. War eigentlich sehr überrascht, dass es auf einmal so einen großen Hype gab und die Halle so gut gefüllt war. Ja, Quaggy war ja auch vor Ort. Warst du letztes Jahr auch vor Ort, Quaggy, oder? Nee, ich bin ja noch tatsächlich noch gar nicht so lang dabei, die WXW mitzuverfolgen. Insofern war das jetzt mein erstes Back to the Roots. Alles klar. Und ja, es war wirklich ziemlich voll. Das habe ich auch in den Aufnahmebildern anschließend gesehen. Dachte mir so, okay, da haben wir auch schon andere Veranstaltungen gehabt im Januar, die nicht so gut besucht waren. Von daher scheint es ja bei der WXW zu laufen. Dafür mal ein Thumbs up. Und euch hat es gefallen, zumindest vor Ort, was die Stimmung anging. Das habe ich da rausgehört, oder? Ja schon. Also ich, wie gesagt, die Halle war gut gefüllt. Man hat es gemerkt, dass wir hatten leider auch nur Stehplätze, dadurch, dass wir relativ kurzfristig uns entscheiden mussten erst. Aber nichtsdestotrotz hatten wir sehr viel Spaß. Die Stimmung war gut. Die Matches sind gut angekommen. Also ja, wie hast du es gesehen, Pascal? Ich fand es mal wieder sehr erfrischend, seit wirklich Jahren mal wieder einen Stehplatz zu haben. Bin ja fast nur noch gewohnt, bei den Events zu sitzen. Aber früher hatten wir ja, glaube ich, nur Stehplätze gehabt. Wurde zum Ende zwar anstrengend, aber ich habe gemerkt, dass ich so zum Stehen wieder ein bisschen mehr Spaß hatte beim Zugucken. Weil ich vielleicht auch einfach nicht müde wurde, wenn man steht. Ja, genau, Quaggy. Du kennst einfach die guten alten WXW-Zeiten nicht. Sitzen ist für den Arsch, kann ich da nur sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Stehplätze sind das Beste, was es gibt. Und mir wäre es am liebsten, es gäbe, in Anführungszeichen, so wie früher, die paar Bonzen, die da quasi an der einen Seite ein bisschen sitzen dürfen und alles andere sind einfach nur Stehplätze und man steht am Ring und kann richtig Party machen. Aber na gut, ich meine, das hatten wir schon öfters mal das Thema. Die Zeiten sind leider vorbei bei der WXW. Damit müssen wir leben. Womit wir nicht leben müssen, ist, wie die Show verlaufen ist. Darüber reden wir jetzt ein bisschen. Und losgegangen ist mit einem Warm-Up-Match. Wart ihr da schon in der Halle? Ja, ja, natürlich. Ja gut, ihr seid Leute, die pünktlich sind, ne? Nicht so wie ich. Ja, aber nicht bei der Bahn, ne? Also. Ja, ist richtig. Ja, bei mir passiert das ein oder andere Mal, dass ich ja dieses Match auch gerne mal verpasse. Diesmal ist Maggot angetreten gegen Alex Dude. Kurzes, knappes Match. Pascal, was hast du dazu zu sagen? Ich hätte tatsächlich gedacht, dass irgendwie in dem Match irgendwie ein Eingriff stattfindet oder ähnliches. Aber diesmal, da er nichts in die Richtung war, hat dann Maggot ganz klar gewonnen. War ein solider Eröffnung. Aber wichtig ist ja erst, was danach passiert ist.
Das wollte ich gerade sagen. Es gab nicht einen Eingriff, wo du nur erwartet hast, aber zumindest gab es dann doch noch was nach dem Match zu verkünden, in Anführungszeichen. Waggy, was hast du zum Match zu sagen? Willst du was zum Match groß sagen oder willst du dich mal direkt zum Anschließen, was dann auch daraus entstanden ist? Ja, also vielleicht einen kurzen Satz zum Match. War jetzt nichts Besonderes, aber was ich gut an dem Match fand, war, dass man Alex Duke immer mehr in die Shows reinbringt und einen regelmäßigen Spot in den Shows gibt. Der verbessert sich tatsächlich auch merklich seit einiger Zeit. Also dem tut das gut, in den Shows zu sein und vor Fans aufzutreten. Insofern bin ich da eigentlich ganz, ganz glücklich darüber, auch wenn er jetzt nicht gewonnen hat, aber helfen tut sie mir am Ende trotzdem. Ja, anschließend kam aber der Vorwegvertreter raus und wollte ein paar Staubsauger verkaufen. Okay, ganz so war es nicht. Christopher Vorwerk kam heraus mit seiner Gruppe und nee, er war allein, ne? Er war allein. Ich wollte überlegen, stimmt, er war später. Okay. Und hat Maggot ein kleines Angebot gemacht und zwar: Hey, Maggot, komm doch zu uns. Wir können dich hier wunderbar gebrauchen und dafür kriegst du nichts Besseres als ein Spot im 16 Karat Gold Qualifier. Nee, nicht ganz Qualifier, aber zumindest ein Match, um ins 16 Karat Gold zu kommen. Was ein unglaubliches Angebot, oder? Da muss man doch zuschlagen, oder? Ja, besonders wenn man so jetzt mittlerweile weiß, wie man sich sonst da reinkämpfen kann, hat man ein ganzes Match gespart. Das Angebot finde ich jetzt auch nicht so überragend, aber er versucht halt mit allen Mitteln. Ne? Also, wenn er nicht noch einen direkten Spot bekommt, versucht es halt mit über dem Qualifier Leute zu überreden. Und wie kommt er an diese Matches überhaupt ran? Also an wen wendet er sich da? Also wo kann man die kaufen oder so, diese Spots? Oder wie kommt er da ran? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das werden wir nie so richtig erfahren. Vielleicht hat er irgendwo über Vetternwirtschaft Verbindungen oder so. Ich meine, irgendwas muss ihn ja auch zu einem Manager machen. Wenn er sowas nicht heranschaffen könnte, dann wäre er als Manager ja komplett überflüssig, weil wirkliche Ratschläge oder sowas für Matches kann er ja nicht liefern. Das ist richtig, ne? Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Das muss er natürlich machen. Fehlt natürlich leider die obere Instanz, irgendwie so ein Board of Director oder ein sportlicher Direktor, der da ist. Ja, das haben wir leider alles nicht mehr, ne? Ja, ist eigentlich sehr schade. Ich bin eigentlich immer so ein Freund von einer Person, die das Sagen da hat. Kann man natürlich auch sehr viel Storytelling mit betreiben. Kann man auch gut vorstellen, dass wir das irgendwann in der Zukunft wieder bekommen. Die wollen wahrscheinlich erstmal das mit der Norman Harris-Sache einfach ein bisschen abkühlen lassen. Aber ich denke, dass wir es in der Zukunft wieder bekommen werden. Ja, dadurch kommen leider immer so ein bisschen so Lücken auf, wo man sich denkt so, okay, wer hat jetzt eigentlich hier gerade das Sagen? Aber Maggot hatte das Sagen und hat gesagt so, nein, ich habe da keinen Bock drauf. Mit dir, Spinner, möchte ich nichts zu tun haben. Und hat das Angebot abgelehnt, hat den Ring verlassen. Und dann kam seine, ja, man könnte denken Ex-Freundin, aber nein, es ist ja immer noch seine große Liebe und sie wohnen zusammen und alles ist ganz toll. Außer wenn sie zusammen arbeiten. Baby Allison kommt raus und sagt einfach so, ey, ich habe da aber Bock drauf, kann ich das Angebot vielleicht annehmen? Und da frage ich mich einfach, Quaggy, das wäre deine Chance gewesen. Warum bist du nicht reingegangen und hast das Angebot angenommen? Ich habe ehrlich gesagt meine Chance nicht gesehen und auch meine körperlichen Fähigkeiten nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt in den Ring geschafft hätte. Es ist ja doch ein relativ hoher Ring und bis ich an der Treppe angekommen wäre, wäre Baby Allison bestimmt an mir vorbeigestürmt. Na gut. Ja, Pascal, Quaggy wollte es nicht annehmen, du auch nicht. Nee, allein müsste ich ja ein Match bestreiten und ich denke, dass ich da nicht so allzu große Chancen hätte. Aber ich finde zumindest diese Story mit Baby Alice und Maggot ziemlich interessant, dass sie jetzt wirklich arbeitstechnisch ein bisschen auseinandergehen wollen. Dann hat man nicht ständig diese Storyline, dieses, was man die ganze Zeit aufbaut und dann abschließt und dann wieder erneut aufwärmt und hoffe, dass sie jetzt ab nach Back to Roots dann wirklich Schlussstrich ziehen und dass die beiden jetzt nicht mehr so aufeinandertreffen, wirklich beruflich und privat trennen. Ja, das hoffe ich auch. Also ich glaube, das kann beiden mal ganz gut tun, ein bisschen eigenständig agieren zu dürfen und besonders Baby Allison, die ja mehr, fast schon in vielen Punkten mehr nur eine Begleitung war für Maggot, der kann es durchaus mal gut tun, ein bisschen alleine auf eigenen Beinen stehen zu müssen und das gibt dann ihr auch vielleicht mal die Chance, sich noch mal ein bisschen weiterzuentwickeln.
Ja, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so ganz so krass halt so, weil meines Erachtens hatte Babylissen, stand sie schon relativ allein auch da und war nicht nur das Anhängsel. Deswegen verstehe ich die Story auch nicht so ganz. Und ich bin ganz ehrlich halt so, wenn man als WXW meint, hey, wir müssen Real Life und die WXW quasi miteinander verbinden und sie sind ein Liebespaar und das erzählen wir jeden allen und ja, da muss man es auch durchziehen und dann nicht jetzt sagen so, okay, wir trennen es beruflich und privates. Das finde ich dann auch wie alles so. Ich finde es schon sehr merkwürdig, überhaupt zu erzählen, dass alles ein Beruf ist und damit habe ich allein schon ein Problem, weil eigentlich sind wir doch in einer eigenen Cosmic, in einer Bubble halt so, wo wir jetzt nicht davon erzählen sollten, hey, wir machen eigentlich hier nur unseren Job und sind eigentlich hier Schauspieler oder was auch immer halt so, sondern man denkt immer so, hey, es geht ja hier ums wahre Leben und dann stelle ich mir die Beziehung zu Hause aktuell doch sehr kompliziert vor, aber da müssen Sie selber wissen, Baby Allison hat auf jeden Fall das Angebot angenommen. Ist es ein Teil von High Performer Unlimited und Limited. Naja. Limited, nicht Unlimited. Limited. Ja, nicht Unlimited, nee, wir sind nicht beim Westing hier, sorry. bei Limited und naja, dann schauen wir mal, wie es dann klappt, ob sie es schaffen, privat und berufliches ordentlich zu trennen. Ja, vor allem, also ja? selbst ja. Wenn das nichts wird mit dem privat und beruflich trennen, dann kann man zumindest daraus eine Story machen, dass sie es eben nicht schaffen, es zu trennen. Ja, das ist auch meine Meinung. Mach einfach eine Story daraus, trennen sie halt bei der WXW komplett und mach daraus eine Story, dass sie auch privat getrennt sind und was sie dann privat ja machen, das hat mich ja überhaupt nicht interessiert. Die können ja trotzdem immer noch der glücklichste Paar der Welt sein, aber das muss man ja nicht in den Shows erzählen, oder? Ja, die Begründung kann ich auch voll ganz verstehen. Vor allem ist der WXW ja auch ganz gerne dabei, irgendwie Teams zu splitten, weil wir auch aktuell ja so viele haben. Wenn man überlegt, letzte Floor weg, OnlyFans ist ja mittlerweile auch weg. Ich tippe mal, dass Modo und Mace auch nicht so ewig so lang da sein werden. Da wären natürlich Mac und Baby Allison noch ein gutes Tag-Team gewesen, ein glaubwürdiges Tag-Team. Und so langsam geben uns da wirklich so einige Teams an die Flöten. Also allzu viele haben wir ja nicht mehr. High Performer Limited, Hot und Flott, Amboss, Hector und Cash. Und dann hört es, glaube ich, bei mir auch schon wieder auf. Da fällt ja, euch das ist richtig. Ein. Naja, wir werden zum Tag Team Festival, wenn wir dann neue zusammengemischte Teams bekommen. Juhu. Ja, also die machen Gruppenphase. Dann haben wir genau die vier Teams, die wir brauchen. Und dann vier Fly-Ins und hat man das Turnier wieder zusammen. Ah, schauen wir mal nicht so negativ nach vorne, oder? Bis dahin ist ja auch noch was, ist auch noch sehr viel Zeit, was alles noch passieren kann. Genau, und eins von diesen Teams, was du gerade schon aufgezählt hast, hatte dann auch das erste Match des Abends, also nicht das erste Match des Abends, sondern das erste Match der offiziellen Show. Wir gingen rein in den, Anführungszeichen, Pay-Per-View und Rod und Flott trat an gegen, ja, High Performer Minus UN Limited. Spricht gegen Anne Marek und Christian Archer und Rod und Flott werden sich hoffentlich nicht so schnell trennen. Wie fandest du das, Mensch, Pascal? Für mich persönlich ist mal nicht der perfekte Opener. Ich hätte es einfach mit einem anderen Match getauscht. Ich meine auch, dass Anne Marek und Christian Archer jetzt auch nicht die beste Chemie miteinander hatten in dem Match. Ist jetzt auch, glaube ich, das schon auch das zweite Match gegeneinander. Das hatten die ja bei Anniversary einen Six-Man-Tag-Team-Match, also einfach nur ein weiteres Rematch gewesen. Was mir allerdings in dem Match gefallen hat, muss ich sagen, und zwar das Ende so, wo eigentlich ein guter Heel-Manager eigentlich wirkt. Und zwar hat er mit seinem Gehstock geholfen, das Match zu gewinnen, was er also ansonsten ja relativ wenig gemacht hat, in die Matches wirklich einzugreifen und hier haben wir bis jetzt diesmal die Chance perfekt genutzt, finde ich. Aber wie gesagt, ich hätte tatsächlich, um das direkt schon mal zu sagen, hier Rotation gegen John Oliver hätte, glaube ich, viel besser als Opener da eingepasst und vielleicht schon ein kleiner Spoiler auch schon, wir werden dieses Match nochmal sehen. Ja, weil eigentlich war es für mich, so wie ich es empfunden hatte, in der Ankündigung so dargestellt, dass es ein Number-One-Contender-Match ist. Das war es am Ende jetzt nicht gewesen. Deswegen hatte ich auch fest mit einem Sieg der Heels gerechnet, denn wir brauchen natürlich irgendwie ein Heel-Team, was gegen die Faces dann antreten kann. Rod und Flott, das sind zumindest aktuell sehr over in der WXW und man könnte sie als Faces bezeichnen.
ja, kriegen am Ende dafür ein bisschen ja, die Rache dafür, dass sie selber versucht haben, ein bisschen zu cheaten, indem groß an die Hose gepackt worden ist und so. Und dann kommt es halt zum Eingriff mit dem Gehstock. Kommst du damit klar, Quaggy, oder hättest du dir ein anderes Ende gewünscht? Nee, ich komme damit klar. Also ich finde, ich bin da tatsächlich gleicher Meinung wie Pascal, was den Eingriff und das Ende angeht. Das ist genau das, was ein Heal-Manager tun sollte, was er bisher nicht gemacht hat. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass er damit endlich mal anfängt, auch einen tatsächlichen Einfluss zu nehmen in den Matches und nicht nur daneben zu stehen und schlechte Tipps abzugeben, was seine Leute dann zu einer Niederlage bringt. Das war ja bisher eher seine Aufgabe, hat man so den Eindruck gehabt. Also das war endlich mal eine gute Aktion von ihm und ich erhoffe mir davon mehr, weil nur so schafft man es, ein Heel-Tag-Team wirklich overzubringen, indem sie möglichst wenig verlieren und möglichst viel unfair gewinnen. Ja, was Rod und Flott angeht, die sehe ich auch immer wieder gerne. Die würde ich sogar fast eher als Tweener bezeichnen, als reine Faces, dadurch, dass sie eben auch gerne mal schummeln und ein paar Heel-Taktiken verwenden und sich nicht überall einmischen, wo andere Faces mit dabei sind. Also es gefällt mir ganz gut und den Fans ja offensichtlich auch. Ich bin aber auch der gleichen Meinung, als Opener war das nicht das beste Match. Als Opener will man eigentlich was haben, was die Stimmung richtig aufheizt und ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Match war, es war ein gutes, solides Match, aber es war jetzt nicht so ein Actionfeuerwerk, was die Fans von Anfang an der Show gleich mitreißt. Ja, das ist allgemein ein Problem, was ich mit der gesamten Show ein bisschen so hatte, außer vielleicht beim Tischer gegen Sebastian Hackel Match, und zwar, dass mir persönlich ja die Matches gefehlt haben, wo ich richtig inbegriffen bin, wo ich echt jetzt sage so, hey, Da sind meine Sympathien komplett verteilt, wo ich sage so, hey, das muss so laufen, sonst bin ich hier böse, so in Anführungszeichen. Dieses richtige Mitfiebern hat mich nie so richtig abgeholt, deswegen, ob das richtige Match für das erste Match war. Du hättest mir fast eigentlich alles da hinsetzen können und ich hätte gesagt so, okay, so richtig abholen tut das keinen, außer vielleicht das Tischer-Match, aber dazu kommen wir später. Ansonsten kann ich euch nur zustimmen. Ja, ein Heel-Manager muss diese Aufgabe erfüllen und ja, es gibt Fuck-Finishes dadurch und das gehört aber dazu zu einem Heel-Tag-Team und von daher Daumen hoch dafür. Danach hatten wir Besuch aus Japan bekommen. Es gab ein Singles-Match und zwar von Pro Wrestling Noah ist der Japaner Joshi angetreten und hat sein erstes Match. War es das erste Match bei der WXW? Ich glaube zumindest. Ich habe ihn vorher nicht gesehen, von daher vermute ich es. Gegen Elia Bloom und gleich auch erfolgreich beschritten. Ja, das Match war ordentlich. Mich hat es nicht so richtig abgeholt. Wirkt dich, Quaggy? Ich fand es eigentlich gut. Es war ein sehr schönes Outing. Auch ich glaube, es war mehr dafür da, tatsächlich Elia Bloom wieder in diese Underdog-Rolle zu schieben. Wobei der ja durchaus über weite Strecken sehr gut mitgehalten hat und eine hervorragende Performance abgeliefert hat. Also ich glaube, das war so ein Aufbaumatch, ohne gleich ihn als den großen Sieger darzustellen. Also so ein bisschen hintenrum quasi aufzubauen. Und ich finde, das hat es auch gut gemacht. Also ich bin aus dem Match rausgegangen mit dem Eindruck, dass Elia Bloom durchaus was drauf hat, aber noch nicht ganz da ist. Und ich glaube, das ist auch genau das, was man damit erreichen wollte. Ja, und Yuichi hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Schaue ich mir gerne auch nochmal an. Also der kann ruhig wiederkommen. Okay, Quaggy hat Yuichi richtig gut gefallen. Mich hat er überhaupt nicht abgeholt. Ach, was sagst du denn dazu, Pascal? Ich fand es ein sehr angenehmes Match. Natürlich jetzt kein Match ist, wo man wirklich so mitgeht. Ist eher so ein gutes Match für Elia Bloom gewesen, um wieder was zu lernen, mit jemandem zu wrestlen, der nicht aus Deutschland kommt. Ist immer so der beste Weg, da noch ein bisschen andere Sichtweisen zu sehen. Ich finde, hat auch ganz gut gemacht, aber wie schon im Podcast, glaube ich, öfters hören, dass Craig und ich uns schon auf der Autofahrt nach der Show uns ein bisschen unterhalten haben und deswegen sehr viel gleich sehen. Dass es vielleicht auch wirklich gut ist, dass man Elia Bloom hier auch wirklich die Niederlage gibt nach seinem Shotgun-Run, um ihn wirklich wieder so ein bisschen als Underdog besser booken zu können, ist einfach so der Posten, wo man ihn am besten halt bei der WXW bringen kann. Und Yuichi, vielleicht auch so ein Punkt mit dem Wind, der scheint jetzt auch
glaube ich, auch zweimal bei der GWF gewesen zu sein und vielleicht auch nicht das letzte Mal, dass in Deutschland war. Und vielleicht deswegen hat man ihnen auch nochmal hier den Sieg gegeben, dass man ihn vielleicht sogar nochmal wiederholen könnte. Ist so meine Vermutung. Ja, bei Ilya Bloom stimme ich euch vollkommen zu. Er hat ja auch später beim Shotgun Backstreet Vlog auch nochmal gesagt, dass es ihn natürlich stört, dass er jetzt hier verloren hat, aber er kämpfen wird und er natürlich versucht weiter nach vorne zu schauen. Von daher, wie das ausgegangen ist und so, kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Ich fand jetzt auch nicht, dass es ein miserables Match war oder so. Ich fand Shuichi persönlich jetzt für mich ziemlich langweilig. Also er hat natürlich versucht, so ein bisschen den Strong-Style von Japan mit reinzubringen, war gleichzeitig aber irgendwie nicht dabei, so richtig überzeugend für mich halt so. Für mich hat er nicht abgeholt, aber das ist halt eine reine Geschmackssache. Wenn er nochmal vorbeikommt, bin ich jetzt auch keiner, der sagt so, hey, den will ich jetzt aber gar nicht sehen, kann man gerne machen. Naja, aber da habe ich schon andere Jungs aus Japan gesehen, die mich mehr begeistert haben. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Match. Wir hatten Mixed Tag Team Action am Start gehabt. Pastai Mundo zusammen wieder mit Stephanie Mays unterwegs gegen Bobby Guns und Jay Nero. Und ja, Pastai Mundo und Stephanie Mays haben ein klares Ziel, was sie haben. Die Titel, die sie nie verloren haben, die wollen sie zurückhaben. Und dafür braucht er natürlich eine überzeugende Leistung. Haben sie die abgerufen, Pascal? Also das haben sie mich extrem unterhalten, muss ich sagen. Die haben das ganze Match aufweg dominiert. Fast der Modo hat überhaupt keine Rücksicht genommen, hat viel noch mit etwas dreckiger agiert als die letzten Matches, was mir sehr gut gefallen hat. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass Stephanie Mays da so gut wie kaum drauf reagiert hat. So am Anfang hat sie ein bisschen komisch geguckt, aber hat dann einfach mitgemacht. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Dynamik zwischen den beiden gefehlt, dass man das vielleicht so ein bisschen mitspielt, dass die beiden sich vielleicht andere Sichtweichen in die Richtung haben. Auch nach dem Match hat man beim Shotgun hat man auch da überhaupt nichts angedeutet, dass Stephanie Mays die Weise, wie Mute dem Match agiert hat, nicht hinterfragt hat. Ansonsten gab es ja auch einen schönen Spot, aber ich kann Quäge gleich ein bisschen mehr zu sagen, Bobby Guns und Fasimodo, was ich sehr interessant fand und immer noch denke, dass ein Work war und nicht echt. Und vor allem, wie Fasimodo nach dem Match mit den Zuschauern interagiert hat und sich nochmal herzlich bedankt hat für die tolle Unterstützung aus Oberhaus und dafür richtige Buhrufe geholt hat. Also richtig klasse und in die Richtung, wie Fasimodo geht, will ich eindeutig mehr sehen. Das gefällt mir eindeutig mal 10-mal besser, als er Face war. Ja, zu der Promo nach dem Match muss ich gleich auch noch ein, zwei Worte verlieren. Die Dynamik hat dir nicht gefallen zwischen Vater im Bude und Stephanie Mays. Dir denn, Quaggy? Ich fand sie okay. Ich glaube auch, dass man da noch mehr ausbauen kann. Aber ich fand sie jetzt, fürs Erste fand ich es okay. Was mich an dem Match ziemlich beeindruckt hat, war Jane Nero, die ja noch nicht so lang dabei ist und dafür eine ziemlich hervorragende Performance abgeliefert hat für meine Begriffe. Besonders dadurch, dass sie weite Strecken des Matches alleine tragen musste, weil Bobby Guns an ziemlich früh im Match was von Fast Time Mude abbekommen hat, was ihn zumindest scheinbar am Boden liegen gelassen hat. Da kommen wir dann auch zu dem einen Punkt, wo Pascal und ich uns nicht einig sind. Für mich hat es den Eindruck gemacht, als wäre das kein Work gewesen, als wäre da tatsächlich ein Spot ein bisschen unglücklich gelaufen und Bobby Guns hätte tatsächlich ein bisschen mehr abbekommen als geplant gewesen, was halt durchaus natürlich mal passieren kann. Und für mich hat es den Eindruck gemacht, als hätte Bobby Guns das aber nicht ganz so aufgefasst und er ist ja dann später ziemlich aggressiv in den Ring reingestürmt, ohne eingetaggt zu werden und ist auf Mudo los, die beiden mussten von den Ringrichtern getrennt werden und der Ringrichter hat ziemlich auf Bobby Guns in der Zeit eingesprochen und auf mich hat es einfach den Eindruck gemacht, als wäre er da tatsächlich ausgetickt und sie hätten spontan versucht, daraus eine kleine Story zu bauen. Und ich finde, ein Hinweis darauf ist auch, dass es nicht geplant war, dass eben daraus keine größere Storyline gebaut wird. Also, dass sie nur halt dieses kurze Interview nach dem Match hatten, wo er gesagt hat, ja, das kann halt mal passieren.
Aber in dem Shotgun-Vlog, der dann ja später erschienen ist, da ist er auf diesen Vorfall überhaupt nicht mehr eingegangen und auch Bobby Ganz hat ihn nicht mehr angesprochen. Also, wenn das als Storyline geplant gewesen wäre, hätte man für meine Begriffe das danach noch weiter angesprochen. Also für mich, ja, hat es den Eindruck gemacht, als wäre er da tatsächlich kurz, hätte er kurz seine Beherrschung verloren. Das ist sehr interessant, weil ich wollte auf den Punkt eingehen, dass ich es total merkwürdig fand, wie dieses Match gebuckt war, wie es abgelaufen ist und so. Kam aber gar nicht richtig auf den Trichter, dass es vielleicht ja kein Work war, sondern vielleicht ja doch einfach nur im Botch und Bobby hier vielleicht doch ein bisschen mehr abbekommen hat, als er eigentlich sollte und dann vielleicht auch ein bisschen saurer war. Kann ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, um das richtig zu beurteilen zu können. Aber ich wollte mich auch darauf eingehen, dass ich es sehr merkwürdig fand, allgemein dieses Spiel zwischen Fast and Mood und Bobby Ganz, dass danach nicht drauf eingegangen worden ist. Gleichzeitig das Interview, was es nach dem Match ja noch gab, könnte erstmal zum Match kommen, Match hat Bobby Ganz und Stephanie Mays gewonnen. Fast and Mood und Stephanie Mays natürlich gewonnen. Nach einem Kick gegen Janeiro, die allerdings auch die meiste Zeit des Matches halt alleine worken musste. Ich fand es komplett unrund, vor allem auch dieses sehr, sehr schlechte Interview nach dem Match, wo weder Mudo noch Mace halt wirklich, also auch später im Backstage-Vlog, ich muss einfach sagen, sie sind einfach, ja, was Promos angeht und so, bringen sie halt wirklich gar nicht rüber. Und Pascal sagt, du hast dich gefreut, dass Mudo ausgebuht worden ist, als er Oberhausen abgefeiert hat. Ja, war es wirklich so, weil sie Mudo ausbuht wollten oder war es einfach, weil die Promo ja einfach so schlecht und so künstlich rüberkam, dass sich das einfach keiner abgekauft hat? Also ich fand es wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Dynamik. Wie hast du das gesehen, Pascal? Ja, dass Mudo nicht so der Stärkste in Promos ist, haben wir ja, glaube ich, in den letzten Shotgun-Vlogs auch schon mal gesehen. Aber ich fand es einfach, dass er so ein bisschen versucht hat, mit den Zuschauern zu spielen, die mich noch ein bisschen gereizt hat, für die tolle Unterstützung. Die haben ja im Laufe des ganzen Matches ja auch schon ausgebucht, weil er so hart gegen Janeiro rangegangen ist. Das war halt das, was mich so am meisten dran gefreut hat und ich hoffe, der wird weiter so kleine Spitze Line gegen die Fans machen. Und dass er jetzt nicht unbedingt der Stärkste am Mike ist, das würde ich auch gar nicht mal ausschlagen, aber fand ich in dem Fall gar nicht mal so schlimm, weil die Zuschauer da ganz gut mitgespielt haben. Ja, aber auch die Dynamik zwischen Mudo und Mace selber, die ja am Anfang sehr, sehr holprig war, als Mudo so ein bisschen überrumpelt worden ist, wo Mace zurückkam, so hey, und ja, machen wir einfach direkt wieder, und so, okay, muss das so sein. Man geht da irgendwie gar nicht mehr drauf ein. Ich verstehe nicht, was man uns da eigentlich so richtig erzählen will. Verstehst du es, Quaggy? Ich denke, wir befinden uns gerade erst am Anfang der Story. Also ich hoffe, dass sie damit jetzt nicht zu lange warten. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht im Backstage-Vlog, dass sie da ein bisschen mehr machen, haben sie jetzt leider nicht. Ich sehe die Chance noch nicht ganz vertan. Also wenn sie es jetzt beim nächsten Event bei Dead End, wenn sie da es aufgreifen, dann finde ich, kann man noch was draus machen. Wenn sie jetzt aber zu lang warten, dann ist es irgendwann so eingeschlafen ist, dann sollte man es einfach lassen. Was ich aber gut finde auch, ist dieses ein bisschen heeligere Auftreten von Mudo. Das verleiht ihm mal ein bisschen Ecken und Kanten, die er vorher nicht hatte. Vorher war der mehr so, ja, halt ein solider Worker, aber ja, wirklich viel mitgebracht hat er ansonsten halt auch nicht. Und jetzt bringt er endlich mal ein bisschen Charakter mit und das finde ich interessant. Ich hoffe, wie gesagt, man macht ein bisschen mehr noch draus. Noch ist es mir nicht ganz genug. Aber ich sehe zumindest Potenzial. Ja. Und was dann wirklich vorgefallen ist, das werden die Wrestler nur untereinander wissen. Und wir wollen da jetzt, glaube ich, also ich möchte da keine Vermutungen machen und jetzt irgendwie Bobby Ganz anzählen oder sowas. Halt so, wäre natürlich unprofessionell, wenn es wirklich so gelaufen ist. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht wurden wir einfach nur gut geworkt. Und dann haben sie ihren Job ja sehr gut gemacht, auch wenn es alles sehr verwirrend war. Man kann ja zumindest sagen, die haben ja jetzt auch ein Match zwischen den beiden bestätigt bei ein bisschen als Superfight. Also das könnte sehr interessant werden und vor allem sehr hart gewirkt werden. Ja, dann kann der Bobby Ganz einmal zurückschlagen. Ja. Ich würde aber annehmen, dass selbst wenn es eine kurzzeitige Entgleisung war, dass, also ich meine, sie haben ja das Match am Ende doch sauber zu Ende gewirkt, also nachdem er sich zumindest scheinbar wieder beruhigt hat. Also ich glaube nicht, dass
dass da langzeitig Groll gehegt wird. Das glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Und ja, Emotionen hat man halt manchmal, ne? Gehören auch manchmal dazu. Das ist nun mal ein hochadrenalinträchtiger Sport und da geht es halt manchmal mit einem durch, denke ich. Und allein, dass wir darüber reden, dass wir nicht wissen, ob es ein Work war oder ob es vielleicht irgendwas ist, was schiefgegangen ist, spricht da schon dafür, dass sie ihren Job am Ende nicht ganz, ganz so schlecht gemacht haben, denn sonst hätten wir gewusst, was los wäre. Und wir wissen es nicht, von daher kann man dafür eigentlich fast nur einen Daumen nach oben geben. Nächste Match war für mich persönlich fast das interessanteste Match, weil es das Match war, was zumindest ein bisschen Story mit reingebracht hat, die mich auch interessiert hat. Ich mich gefragt habe, so, hey, was kann Sebastian Hacke hier wirklich reißen? Und ja, er trat gegen Axel Tischer an im 5. Match des Abends. Relativ langes Match, glaube ich, so knapp 20 Minuten oder sowas so. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht genau Zeit auf dem Schirm, aber so hat sich zumindest so angefühlt. Und nachdem man ja den Backstage-Vlog gesehen hat und Sebastian Hacke zumindest gesagt hat, dass er nach 6-7 Minuten sich angeblich zumindest die Bänder kaputt gemacht hat und ich habe jetzt die Szene jetzt leider nicht im Kopf, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Ich habe von vielen Leuten auf Twitter gelesen, dass ihnen das Match nicht so gefallen hat und war dementsprechend gespannt, so als das Match dann rauskam auf YouTube, so, ich gucke es an, bin mal gespannt, was da wirklich war und ich bin ja auch immer der gerne rumhatet und auch von der ersten Verpflichtung von Sebastian Hacke nicht so überzeugt war. Ich muss sagen, mich hat dieses Match hier vollkommen überzeugt. Ich fand das Match richtig, richtig gut. Ich fand die Leistung, die Sebastian Hackel abgerufen hat, sehr, sehr ordentlich, wenn man überlegt, dass er so lange raus gewesen ist. Und natürlich ist er sportlich komplett fit und sowas halt so, ja. Aber trotzdem muss man erstmal die Dynamik hier auch erstmal wieder hinkriegen. Und da könnte sich der eine oder andere in der Academy und sowas halt sich noch umschauen und bei Sebastian Hackel echt noch viele Tipps abholen. Mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen, obwohl ich eigentlich kritisieren wollte. Mir ist auch nicht groß aufgefallen, dass er groß gehemmt war, nachdem er diese Verletzung bekommen hat. Aber vielleicht hat es sich auch einfach es wurde gut geschnitten bei YouTube. Wie habt ihr es in der Halle erlebt, Pascal? Ich muss sagen, ich habe bei dem Match überhaupt keine großen Erwartungen gehabt. Ich habe schon nur Angst gehabt, dass man dich hier verlieren lässt. Deswegen bin ich daraus mal sehr ziemlich gelassen reingegangen und war tatsächlich auch sehr überrascht. Das war mit Abstand das beste Sebastian Hackel-Match, was er bei der WXW hatte. Die Fans hat er mitgenommen, auch mich hat er auch kurz gehabt, wo ich gedacht, oh nee, Axel Tischer ist das Match jetzt vorbei, hat Axel Tischer jetzt besiegt. Ich fand es wirklich gut und wie gesagt, gedacht, das wird eine Katastrophe, das Match, aber das Match war wirklich gut. Die haben die Fans mit abgeholt. Seine Verletzung meine ich gesehen zu haben, dass sie jetzt, glaube ich, Richtung Gegenteil gelaufen ist. Sah es vorhin irgendwie ein bisschen weggerutscht oder hat sich vertreten oder so. Da habe ich auch gesagt, oh, das sah jetzt nicht so nicht so schön aus. Hoffentlich hat er sich da nicht verletzt, aber hat anscheinend. Aber so im weiteren Verlauf des Matches habe ich davon auch nicht mehr viel, ich persönlich nicht viel mitbekommen und da einfach Hut ab dafür, dass er es einfach so clean weitergewirken konnte. Schafft nicht jeder. Ja, also das definitiv, weil wenn es mir dann damals groß aufgefallen ist, bevor ich den Backstage-Vlog gesehen habe, spricht dafür, wie krass er auf die Zähne gebissen hat. Und auch wenn man ihn nach dem Match in diesem Backstage-Vlog gesehen hat, er hat ordentlich eingesteckt, der gute Hackel. Hat es dir gefallen, Craggy? Ja, ich fand's okay. Ich muss sagen, die größte Emotion, die ich bei dem Match gefühlt habe, war Erleichterung, als es vorbei war. Nämlich auch, dass Axel Tischer gewonnen hat. Ich war von Anfang an kein großer Fan von Hackel. Ich war mehr ein Fan davon, wie Tischer ihn zerrissen hat am Mikrofon. Und ich muss auch ehrlich sagen, nachdem Hackel sich jetzt verletzt hat und jetzt wieder quasi weg ist von der WXW, ist genau das eingetreten, was Tischer ihm am Anfang vorgeworfen hat, nämlich, dass er für einen schnellen Paycheck vorbeikommt, sich einmal hochbucken lässt und dann wieder verschwindet. Also diese, ich bin 100% dabei, die er Woche für Woche hier proklamiert hat, die habe ich von Anfang an nicht gesehen und die sehe ich auch immer noch nicht. Also da hat Axel Tischer definitiv von Anfang an recht gehabt. Natürlich mussten sie ihn am Ende den in die Hand reichen lassen, weil ansonsten wäre sein Helden-Arc ja nicht vorbei gewesen, aber ja, besonders mitgerissen hat es mich nicht, aber ich sehe zumindest den Vorteil darin, Sebastian Hackel zu holen und zu booken, denn
ich glaube auch, dass die Halle nicht so voll gewesen wäre, wenn Sebastian Hackl an diesem Abend nicht aufgetreten wäre. Insofern, und schlecht war das Match jetzt nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich da gesessen hätte und die ganze Zeit gedacht hätte, oder gestanden hätte und die ganze Zeit gedacht hätte, oh nee, lass es schnell vorbei sein. Aber es hat mich halt nicht so mitgerissen wie andere Matches an dem Abend. Aber eins muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Ich habe die Verletzung nicht gesehen und ich habe auch hinterher über den Backstage-Vlog das erste Mal darüber erfahren, glaube ich. Also ich finde, sie haben es gut überspielt und dafür auf jeden Fall, wenn für sonst nichts, hat er sich zumindest dafür meinen Respekt verdient. Ja, ob die Halle jetzt so voll war wegen Sebastian Hackl, das möchte ich jetzt nicht behaupten. Ich weiß es nicht, also ob die Verkaufszahlen wegen ihm so hochgegangen sind. Dazu kann ja? ich vielleicht noch sagen, ich hab ein bisschen, dadurch, dass mich das Match nicht ganz so mitgerissen hat, die Leute währenddessen beobachtet in der Halle und auch in ein paar Gespräche mit reingelauscht. Und ich habe durchaus das ein oder andere Gespräch mitbekommen von Leuten, die Hackl sehr angefeuert haben, aber bei den anderen Matches nicht wussten, wer die Leute sind. Ah, okay. Ja, das ist ja schon. Zumindest drei, vier Leute habe ich mitbekommen, die definitiv das erste Mal da oder zumindest nicht häufig genug da sind, um die Leute zu kennen und Hackl aber sehr abgefeiert haben. Nee, okay, dann möchte ich da gar nichts gegen sagen. Halt so, ich bin ebenfalls einer von den Leuten gewesen, die sehr, sehr kritisch Hackl gegenüberstanden, ja. Und da muss ich dir leider so, möchte ich dir zumindest persönlich so ein bisschen widersprechen, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ich finde, dass er sein One, den er jetzt hatte, diesen kleinen Mini-One und diese kleine Mini-Story in der WXW, fand ich schon ziemlich überzeugend halt so. Klar waren die ersten Matches jetzt nicht das Krasseste und sowas halt so, ja, aber man darf überlegen, wie lange er nicht mehr im Ring gestanden hat. Aber ich weiß ja auch, was andere Leute so im Ring abliefern und ich fand schon, dass er gerade jetzt auch in diesem letzten Match gegen Axel Tischer wirklich alles reingehauen hat, was er wahrscheinlich so drauf hat. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Für die WXW tut das natürlich extrem gut. Du sagst das schon halt so, es bringt neue Leute natürlich ran. Sebastian Hackl hat eine Reichweite, die muss die WXW einfach nutzen. Und wenn sie natürlich auch noch mehr Ticketverkauf bekommen und der ein oder andere davon wiederkommt, haben wir ja alle was davon. Ich fand das sehr, sehr ordentlich. Dass er jetzt nicht jede Woche, klar, du hast recht, Tischers Promos waren natürlich schon viel, viel wahre Worte dran. Und ich fand die auch sehr, sehr gut, weil die perfekte Story gepasst haben. Aber man darf natürlich vergessen, Sebastian Hackl hat feste Jobs, ne? Der hat jede Woche seine Moderationsjobs und sowas halt so, dass er jetzt nicht da von Woche zu Woche auch mit auf Tour gehen kann. Kann ich fast verstehen. Ich würde mich ich würde mich nicht drüber ärgern, wenn er nochmal angekündigt wird und sagt so, hey, Hackl ist nochmal da oder sowas halt so. Und das habe ich am Anfang nicht gedacht. Also, aber ich glaube schon, dass Hackl da alles reingeworfen hat und muss da wirklich ein Lob aussprechen. Es würde mich auch nicht so sehr stören und es würde mich auch nicht stören, wenn er wiederkommt, wenn er sich nicht selbst so dargestellt hätte, als wäre er 100% dabei und würde seine komplette Freizeit opfern und jede Minute jetzt in die WXW stecken wollen. Also so hat er sich halt dargestellt und das hat mich mehr gestört. Okay, das kann ich nachvollziehen. Willst du einen Hackl nochmal sehen, Pascal? Ja, hatte ich nichts gegen. So im Nachhinein von der Story, die die beiden erzählt haben, hätte man das jetzt auch gut bis noch zum Karat ziehen können und da dieses Match zeigen. Allerdings weiß man natürlich nicht, was er für Verpflichtungen bei der WWE hat, also als Kommentator, was da ansteht. Und das ist vielleicht sogar auch keine schlechte Idee, das schon bei Back to Roots zu beenden. Und zwar genau die Leute, die jetzt bei dem Event da waren, eine gute Werbung gezeigt hat, eventuell sogar öfters zu kommen, beispielsweise auch dem großen Turnier des Karats. Ja, wenn man da natürlich noch ein paar Tickets verkauft, wenn man da ein paar Leute überzeugt hat, kann das der WXW natürlich nicht schaden. Danach gab es noch eine große Promo, die mich am Anfang doch sehr, sehr fragend so vor dem Monitor zurückgelassen hat und dachte so, was macht Tischer da gerade so halt, was will er mir gerade verkaufen? Nachdem die Promo am Ende war, habe ich gesagt so, okay, am Ende war ich sehr zufrieden mit der Promo. Am Anfang fand ich sie sehr, sehr hakelig. Es gab auch eine Zwischenszene, ich weiß natürlich nicht in der Halle gewesen und sie haben es natürlich auch nicht gezeigt, wo er auf einen Fan eingegangen ist, der anscheinend seinen rechten Arm nicht im Griff hatte. Habt ihr da was mitbekommen von, oder? Wir haben das auch mitbekommen. Also, den Typ haben wir leider nicht gesehen, weil da noch andere Menschen links neben uns von standen. Aber der scheint wohl den rechten Arm irgendwie nicht so gehalten zu haben wie. Also denke mal einfach mal, dass er
das nicht mit Absicht gemacht hat, einfach nur hochgehoben und geschrien. Und das sah dann wahrscheinlich einfach ein bisschen doof aus, denke ich mal. Okay, hoffen wir es mal. Ansonsten, wenn es beabsichtigt war, hoffe ich, dass auch der Halle verwiesen worden ist. Ansonsten, am Anfang war die Promo echt so, ich denke so, okay, worauf will er jetzt hinaus? Was hat er jetzt vor? Am Ende muss ich wieder sagen, Promo-Gott Axel Tischer, was er bei der WWE gelernt hat, man sieht es einfach, auch bei dem Backstage-Vlog. Guckt euch den Backstage-Vlog an, guckt euch die ganzen Promos an und wenn ihr am Ende nicht sagt, halt so, okay, wenn jemand in eine Kamera sprechen kann, dann ist es Herr Tischer. Er hat es am Ende perfekt rübergebracht, auch vorhin, auch wenn man seine Rolle sieht, er ist nicht komplett, weißt du, so, man könnte jetzt sagen, weißt du, so, wenn er einen Respekt zollen möchte an Hackel halt so, dann werden das wahrscheinlich die meisten Leute machen auf eine komplett schleimigen Art und keine Ahnung, halt dir die Hintern und bla bla. Aber wie er es gemacht hat, indem er noch quasi das Publikum noch ein bisschen mitzieht, gleichzeitig seine Rolle quasi vertritt halt so, die er dort hat und dann aber kleinen Umschwenk macht halt so und sagt, hey, Hackel, was du hier gemacht hast, das war schon in Ordnung halt so. Hast du ja alles reingegeben. Ich fand es am Ende ziemlich gut, am Anfang sehr hakelig. Wie hast du es gesehen, Quacky? Ja, also ich fand es auch gut. Das hakelig am Anfang, da kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Das ist mir zumindest nicht so aufgefallen. Ich weiß noch, dass er am Anfang halt so ein bisschen angefangen hat, die in eine andere Richtung zu gehen, wahrscheinlich um so ein bisschen so zu tun, um sie noch ein bisschen zu ärgern, so zu tun, als würde er in eine andere Richtung gehen. Und auch die Fans noch ein bisschen auf die Folter zu spannen, aber am Ende ist er dann rumgekommen. Also insgesamt hat mir die Promo gefallen. Wie schon gesagt, ich war halt nicht ganz so begeistert von dieser kompletten Story wegen dieser Selbstdarstellung von Sebastian Hackel, aber am Ende hat es ja doch ein ganz gutes Ende gefunden. Die Promo war okay am Ende und jetzt bin ich auch ganz froh, das hinter mir zu lassen. Ich bin aber vor allem auch ganz froh, dass Tischer geschafft hat, so eine Promo zu halten, ohne komplett Face zu turnen und trotzdem sein Charakter so geblieben ist. Also, dass er weiterhin so als Tweener mit Tendenz eher zum Heel so mit weiterwirken kann und jetzt damit kein Face-Turn machen musste. Ich fand es wirklich sehr gut gelungen und bin gespannt, was für Tischer als nächstes wartet, denn für ihn ist er erstmal auf den ersten Blick nichts in Sicht. Ja, das ist richtig. Er hat es ja auch angedeutet. Er guckt mal, was jetzt für ihn ansteht. Natürlich 16 Karat Gold. Das ist natürlich erstmal das nächste Ziel halt so. Und dann schauen wir mal, was daraus für Storys geschehen werden. Das nächste Match, das ist das Match, was der Pascal gerne ganz am Anfang gesehen hätte. Nämlich ein Singles Match zwischen The Rotation und Jordan Oliver. Wenn ich jetzt mir so die Card angucke, finde ich eigentlich gar nicht so dumm platziert, weil es hat auf jeden Fall Abwechslung reingebracht. Denn hier haben wir natürlich ziemlich schnelle Action bekommen. Viele High-Flying-Moves, ein komplett anderes Match als die ganzen Matches davor. Ich bin jetzt nicht immer der allergrößte Fan davon, allerdings muss man an der Show Abwechslung bieten. Quaggy, dir hat es aber bestimmt gefallen, oder? Ja, also ich fand das Match hervorragend. Es war, also The Rotation ist eh immer ausgezeichnet. Jordan Oliver kannten wir ja schon vom Tag Team Festival, glaube ich. Da hatten wir das letzte Mal gesehen, da hat er auch eine hervorragende Leistung abgeliefert und das auch diesmal wieder. Also von der Matchplatzierung her auf der Card, normalerweise würde ich dir zustimmen, dass es ganz gut ist an der Stelle. Dadurch, dass wir aber die Käfigschlacht im Main Event hatten und die Pause erst nach dem 7. Match war, war zu dem Zeitpunkt die Crowd schon ein bisschen müde und so ein Match lebt natürlich auch ein bisschen davon, dass die krassen Spots alle bejubelt werden. Und das habe ich schon besser erlebt. Und ich glaube, das hatte sehr viel damit zu tun, dass, wie gesagt, die Pause erst so spät war dieses Mal. Ja, das ist ein Problem, was wir leider jedes Jahr bei der Back to the Woods haben, dass die Pause halt sehr am Ende ist, dann auch relativ lang. Und dann ist natürlich so ein Match so, ja, gebe ich dir recht, dann ist es wahrscheinlich schon wieder dumm platziert halt so, weil man könnte auf der einen Seite sagen, okay, das Publikum wird wieder wach gemacht, aber das hatten wir gerade mit Sebastian Hackel, da waren sie quasi gerade drin. Und eigentlich kannst du dann hier quasi mehr oder weniger einen Pausenfüller bringen, wo die Leute eher pinkel gehen können. Da gebe ich dir absolut recht. Und die Show hat sich bis dahin ja auch wirklich schon sehr lange gezogen. Ich bin auch der Meinung, bei den ein oder zwei Matches hätte man auch ruhig 2-3 Minuten kürzen können, aber na gut. Pascal wollte jetzt den Opener sehen, weil er sagte, ey, das wird das Publikum abholen. Jetzt war das Publikum müde gewesen, aber das Match war trotzdem gut, oder? Das Match war auf jeden Fall gut und deswegen fand ich auch sehr schade, dass man es jetzt mit Star platziert hat.
Da hätte man wirklich, wie gesagt, einfach das Match mit einem Opener tauschen können. Da hätten die Fans ein bisschen runterkommen können. Man hätte trotzdem einfach gutes Wrestling genießen können. Aber so die krassen Spots hätten, glaube ich, auch, also das Match hätte einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Und deswegen geht es eher im Opener gepackt. Deswegen sehr schade. Ich hoffe, Jordan Oliver kommt wieder und kommt nochmal wieder. Und kann sich nochmal, vielleicht mit einem fitten Publikum, nochmal zeigen, würde mich sehr freuen. Aber natürlich Rotation-Titel verteidigt. War eine sehr gute erste Titelverteidigung. Man hat ihn gut stark stehen lassen, allerdings auch nicht zu stark. Und so ein bisschen weiterhin das Underdog vom Rotation-Gimmick weiterleben lassen dadurch. Ja, er hat den perfekten Gegner bekommen quasi für die erste Titelverteidigung, denn da kann der Rotation natürlich zeigen, wo seine Stärke liegen halt so. Und Jordan Oliver kann gerne zu jeder Zeit wiederkommen. Hat mir immer gut gefallen und bringt halt wenigstens Abwechslung in die Shows rein, wo wir ja doch mittlerweile sehr, sehr, ja, Strong-Style-mäßig gefühlt in der WXW angekommen sind. Ja, das nächste Match war das letzte Match vor der Pause. Wir bekommen nochmal Six-Man-Tag-Team-Action. Ne? Zuerst noch nach dem Rotation-Match noch ein Segment. Echt? Okay, warum habe ich das nicht auf dem Schirm? Klär mich auf. Da ist nämlich Levaniel rausgekommen. Ach, stimmt, ja, Entschuldigung, natürlich. Rotation hat ja gefeiert und wurde, nachdem er die Halle verlassen hat, in die Halle nochmal zurückgeprügelt. Stimmt ja, Craig, klär uns auf. Ja, genau, also wie du schon sagtest, Rotation wurde zurück in die Halle geprügelt von Levaniel, der in letzter Zeit etwas brutaler unterwegs ist, würde ich mal sagen. Und Jordan Oliver konnte Rotation dann auch nicht retten, erst als Maggot rauskam. Dazwischen fand ich dann noch ganz lustig, Levaniel ist ja schon mal aufgetreten und hat das Mikrofon in der Hand gehabt, wurde aber von den Fans weggebuht. Das ist auch diesmal wieder passiert. Laute halt die Fresse-Chance, also so laut, dass er wirklich nicht zu Wort gekommen ist und es dann auch gar nicht erst versucht hat. Und das finde ich tatsächlich irgendwie lustig, denn ich glaube, keine Erklärung abzuliefern, einfach nur, weil er keinen Bock hat, sich gegen die Fans anzubrüllen und sich vor diesen Fans zu erklären, ist eine bessere Erklärung, als jetzt irgendetwas sich aus den Fingern zu saugen, warum er diesen Heel-Turn gemacht hat. Und so finde ich das eigentlich ganz lustig, vor allem, wenn man bedenkt, dass Levaniel ja vorher jemand war, der sehr gerne das Mikrofon in die Hand genommen hat und nicht aufhören wollte zu reden. Ja, da sieht man mal einfach wieder, wie schnell aus so großer Liebe ganz großer Hass werden kann. Pascal, hast du ihn auch? Mittlerweile fange ich an, ihn zu lieben. Also ich habe ja immer so eine kleine Schwäche für Heels, die man vielleicht so mittlerweile raushören kann. Er findet es, wie schon Craig gesagt, wirklich gut, dass er wirklich auch dann nichts sagt. Er hat zwar nochmal versucht, ist er nochmal zurück in den Ring gekommen, wollte dann was sagen, aber dann ist ja Maggot noch in den Ring gestürmt und hat ihn davon abgehalten, was zu sagen. Ist dann konnte noch fliehen. Und so Tag hat man für Levaniel echt ganz viel offen, was man mit ihm anstellen kann. Man kann ihn gegen Maggot stellen, man kann ihn gegen Rotation und den Shotgun-Titel stellen und da hat er noch natürlich seinen ehemaligen Partner auch noch offen, Ian Simmons. Da wird uns, glaube ich, ganz viel erwartet und ich hoffe, dass er auch wirklich dann wirklich mit dem Gimmick jetzt auch so treu bleibt, dass er gar nicht mal so viel reden muss. Der kann auch so ganz gut Taten sprechen, lauter als Wort, wie man so schön sagt. Das bringt er sehr gut rüber und das gefällt mir. Das erste Mal, dass der Wahrnehmung mir wirklich aktuell gut gefällt. Ja, da kann ich dir fast nur zustimmen, weil ich kam mit der Face-Rolle ja auch überhaupt nicht klar. Habe ihn immer eher in dieser Heel-Rolle gesehen und ja, meines Erachtens muss er eigentlich nichts anderes machen, als das, was er vorher gemacht hat, als das Face und ich habe genug Grund, ihn zu hassen. Das ist kein Problem. So, dann kamen wir aber zum letzten Match. Eigentlich ja, waren es ja fast zwei Matches, die wir dann noch vor der großen Pause hatten, bevor der Käfig aufgebaut worden ist. Six-Man-Tag-Team-Action. Hector Invictus, Dennis Dulnik, Peter Tihani gegen Amboss, sprich gegen Ikarus, Lawrence Roman und Robert Dreisgar. Ja, wir haben zwei Matches bekommen. Hä, warum haben wir denn zwei Matches bekommen, Pascal? Ja, weil sich der gute Peter Tihani sich verletzt hat durch den Angriff von Amboss. Und dadurch hat der Hector Invictus, Dulnik und Tihani durch die Q gewonnen. Aber Dulnik war das nicht gut. Genug hat dann ein Street Fight, meine ich, war das,
ausgerufen, was dann erstmal auch stattgefunden hat, 3-2. Aber dann kam ja eben immer mitten des Matches noch ein Ersatz, jemand, den man überhaupt nicht mitgerechnet hatte. Und zwar Erik kam dann zurück mit einem wunderschönen Outfit. Aber finde, das hat man auch storyline-technisch wirklich perfekt erzählt, dass er da war, ohne wirklich ein Match vorbereitet zu sein und deswegen keinen Gear mit hatte. Fand ich sehr knuffig und man hat daraus ja auch noch ein bisschen was aufgebaut für die Zukunft. Ja, jetzt hast du sehr, sehr viel vorausgehauen. Ja, also es ging auf jeden Fall los. Wir hatten Six-Man-Tag-Team-Action. Wir hatten ein normales Match. Nach knappen 5 Minuten ungefähr, würde ich sagen, gab es einen ziemlich heftigen Low-Blow. Und der beendete das Match auch von Dreisker gegen Tiani, der vom Top-Rope-Kammer runtergesprungen, oder? Und Dreisker hatte einmal ausgeholt in die Krochonis von Tiani und ja, der war dann aber noch ziemlich mitgenommen und war dann erstmal für das Match erstmal raus. Der konnte nicht mehr antreten. Das Match war ja auch beendet, alles war gut. Aber dann kam der dusselige Dulnik und meinte so, hey, wie wär's eigentlich hier einfach Street Fight? Können wir doch machen. Und ja, der Ringrichter hat noch versucht, ihn zu überzeugen, sag mal, bist du eigentlich dusselig? Ihr seid nur zu zweit, die anderen sind zu dritt, was wollt ihr? Aber naja, wir brauchen kein Board of Director mehr, wir brauchen keinen mehr, der zustimmt. Match wird einfach angeläutet und auf einmal hatten wir ein Five-Man Tag Team, Street Fight, zwischen den dreien von Amboss gegen den noch übrig gebliebenen Dennis Dulnik und Hector Invictus. Und ja, wie du sagst, es kam aber noch die große Hilfe, wer auch immer dazu gestimmt hat, dass er auf einmal ein Match mitmachen durfte. Keiner weiß es. Quaggy, weißt du es? Nee, also ich glaube, da muss man tatsächlich so ein bisschen mehr als ein Auge zudrücken, wie das da mit den Offiziellen abläuft und es einfach nur genießen für das, was es war. Ansonsten stellt man sich, glaube ich, zu viele Fragen. Ich fand es grundsätzlich eigentlich ganz, ganz nett. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Irie da ist. Fand es aber im Nachhinein eigentlich ganz cool. Schade, dass sich Tihani tatsächlich ein bisschen verletzt zu haben scheint. Aber von allem, was ich mitbekommen habe, scheint er sich ja schon wieder erholt zu haben. Und ja, es war halt man könnte mittlerweile fast sagen, ein typisches Amboss-Match. Die laufen alle irgendwie immer ähnlich. Es wird irgendwie immer zwischendurch unfair gehandelt. Zwischendurch hatten sie ja mal diese Phase, wo sie gesagt haben, wir wollen jetzt fair sein und jeder muss sich beweisen. Das haben sie anscheinend wieder hinter sich gelassen und jetzt sind sie wieder stehen sie nicht mehr darüber, sich gegenseitig zu helfen und disqualifizieren zu lassen. Also sind wir zurück in alten Bahnen und ich hoffe, dass man da jetzt auch bald mal einen Riegel vorschiebt, weil das wird langsam alt für mich. So sehr ich die auch mag, aber ja, was Neues wäre mal nicht schlecht. Ich kann dir da wirklich nur vollkommen zustimmen. Ich bin der Meinung, man tritt seit einem Jahr wirklich nur auf der Stelle. Es passiert nichts mehr Wirkliches und ja, es ist ja schon sehr bescheiden, dass wir jetzt am Ende des Matches, gab es natürlich noch die Promo von Irie, der Dreisker herausgefordert hat. Am Ende stehen wir jetzt da, wo wir eigentlich letztes Jahr gestanden haben und sind keinen Schritt weitergekommen, Pascal, oder? Ja, aber finde ich jetzt nicht so, auch wenn man eigentlich auch schon sagen kann, wer das Match beim Karat gewinnen wird, das wird der Dreisker gegen Irie sein. Man hat aber in dem Match ziemlich viel aufgebaut. Man kann also sicher sein, dass es Dreisker gegen Tihani in der Zukunft geben wird. Und allerdings hat man auch in dem Match so ein bisschen gezeigt, dass Dreisker und Lawrence Worm sich weiter so ein bisschen anbiefen. Also ein bisschen Zwietracht zwischen den beiden steckt und dass man es vielleicht auch vielleicht so ein klein bisschen einen Amboss-Split so ein bisschen schon langsam auf den Weg bringt und dann das dann 30er gegen Lawrence Woman ein bisschen fehlen kann. Ich glaube, in der Halle hat die sogar Craig gesagt, oh, Irie ist zurück, werden wir da jetzt beim Karaten Fourway sehen. Hatte ich schon fast vermutet, dass man 30er gegen Lawrence Woman, gegen Tihani und Irie bringt. Das wäre zumindest ein offeneres Match für den Samstag. Aber ansonsten hat man jetzt erstmal Irie sein Rematch gegeben und denke doch auch, dass Dreisker das locker gewinnen wird, aber man hatte dann tatsächlich noch so zwei Leute im Hinterhand, wo Dreisker sogar eventuell den Titel dran verlieren könnte. Ja, viele Möglichkeiten hat man, aber die hat man das wirklich schon sehr, sehr lange und mal schauen, was man wirklich dann rausmacht.
erstmal stehen wir wieder da, wo wir eigentlich letztes Jahr gestanden haben. Bin ich zumindest der Meinung, aber naja, schauen wir mal, was sich da noch entwickelt. Ich meine, da werden wir bisher auch noch in der Karat-Preview und sowas viel, viel mehr drauf eingehen, als wir es heute machen werden. Ja, dann kam die große Pause. Wie lange hat sie diesmal gedauert, Craggy? Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geschaut. Es war das erste Mal, dass ich erlebt habe, wie sie da den, nennen wir es mal, Käfig aufgebaut haben. eine sehr abenteuerliche Konstruktion. weißt du noch, wie lange es gedauert hat, Pascal? Die haben was mit 20 Minuten gesagt, dass es ungefähr braucht. Aber ich denke mal, das hat ein bisschen länger gedauert. Ja, eine halbe Stunde Minuten. Pause ist ja auch okay. Also, ja. Dann waren sie ja nicht mal relativ flott. Aber sie hatten ja noch mehr zu tun, weil sie mussten ja nicht nur den Käfig aufbauen, sondern sie mussten ja auch alles andere für Match noch präparieren. Das, was man eigentlich, ja, ich möchte nicht vorausnehmen, eigentlich schon kritisieren möchte an diesem Match halt so. Sachen, die sonst immer sehr flüchtig in Storys erzählt werden, wie in Gegenstände eingebunden werden, wurden einfach in den Ring geschmissen, oder? Er hatte so ein bisschen was von Game Changer Wrestling Styles, wo den Deathmatches, wo schon alles bereitsteht. Beim Käfigstart war ja immer das Prinzip, dass da mehrere Leute im Match teilnimmt, wie bei Wargames. Und dass die Kontrahenten immer so nach und nach hinten zugekommen sind und dann somit auch die Waffen nach und nach ins Match kommen. Das würde ich auch sagen, das war ein bisschen komisch, vor allem für, kann ich euch jetzt schon mal erwähnen, für Leute, die in der ersten Reihe saßen und direkt die Tische vom Kopf hatten, wurde uns erzählt, dass sie wohl den Großteil des Matches so gut wie gar nichts mitbekommen haben, weil die einfach nichts gesehen haben, weil die Tische so platziert worden sind, dass man von die erste bis dritte Reihe, haben sie, glaube ich, gesagt, meine ich, Quiggy, dass man da wirklich fast nichts gesehen hat. Ja, also etwas, was normalerweise, wie ich sagte, schön dynamisch im Match entstehen kann, indem jemand reinkommt und eine Waffe mitbringt oder sowas halt so. Hat man einfach alles im Ring platziert. Immerhin muss ich sie wenigstens wie loben. Sie lernen. Sie haben keine alten Tische genommen, die sie vorher genommen haben, die nie kaputt gehen. Die wirklich nie kaputt gehen, sondern sie haben sich einfach mal für eine Spanplatte entschieden. Ja, und haben sich gedacht, komm, wir tun einfach mal ein paar Spanplatten an den Ring stellen und tun einfach mal so den Leuten, die sich klauen. Ja, Quaggy, du saßt zum Glück wahrscheinlich nicht in der ersten Reihe, du hast ja gestanden, aber du hättest wahrscheinlich ziemlich gekotzt, wenn du da gesessen hättest, oder? Ja, also die Tickets für die erste Reihe sind ja jetzt auch nicht gerade günstig. Also wenn ich da ein großes Geld zahle, um in der ersten Reihe zu sitzen und dann nichts sehe, da wäre ich auch ehrlich gesagt pissig. Und es haben sich ja auch durchaus Fans hinterher bei der WXW beschwert. Die Reaktion der WXW war, sagen wir mal, suboptimal, hätte man besser machen können. Ich hoffe einfach, dass sie daraus lernen und dass sie die Kritik annehmen und sich dafür das nächste Mal was Besseres überlegen, weil das ja war nicht die beste Lösung. Da war es tatsächlich dann mal von Vorteil, einen Stehplatz zu haben. Also ich meine, Pascal hat ja schon erwähnt, dass er die Stehplätze eh lieber mag, aber ich bin ein alter Mann, ich muss sitzen. Die WXW hat es aus unserer Sicherheit gemacht. Sie hat es aus unserer Sicherheit gemacht. Guck mal, Pascal, du hast mir den Tweet doch gesendet. Ne? Moment, jetzt gucke ich mal ganz schnell nochmal nach. Ja, ich glaube, es ging um die Sicherheit der Wrestler. Aber die WXW hat geschrieben, gerade solch eines Match möchten wir vermeiden, dass ein zusätzliches Verletzungsrisiko von rumfliegenden Gegenständen ausgeht. Daher bitten wir um Verständnis. Ja. Ja, ist natürlich sehr nett gemeint. Muss sagen, letzten Jahre hat das keine Sau interessiert anscheinend unsere Sicherheit. Und das einzige Moment, wo Gegenstände durch die Gegend geflogen sind, war eigentlich der Moment gewesen, als die Spanplatte kaputt gegangen ist, die ja dann gar nicht mehr da stand, weil die ist ja kaputt gegangen. Also das ist, schon ein bisschen lustig. Kann man wahrscheinlich einfach erklären, einfach entschuldigen und sagen, so, hey, haben wir nicht drüber nachgedacht, halt so, machen wir beim nächsten Mal besser, keine Ahnung, was halt so. Ja, das ist ein bisschen nach Ausrede, Pascal, oder? Oder Craigie? Das wäre halt die einfache Antwort gewesen, mit der sich wahrscheinlich jeder zufrieden gegeben hätte, einfach zu schreiben, ja, es tut uns leid, haben wir nicht bedacht, wir schauen, ob wir das fürs nächste Mal eine bessere Lösung finden. Ich glaube, das wäre so, da wäre jetzt keiner böse drüber gewesen, dann hätten die Leute gesagt, ja, okay, kann ja mal passieren, aber nächstes Mal dann halt besser, aber ja, so dann nochmal ein, quasi draufzusetzen und zu sagen, nee, das war schon richtig, wie wir das gemacht haben. Das ist vielleicht ein bisschen tone-deaf an der Stelle. Meine Konsequenz heißt ja eigentlich nichts anderes, außer nächstes Jahr nicht mehr die ersten drei Reihen einfach nicht mehr kaufen, weil wahrscheinlich wird der ganze Ring ja mit Spanplatten ummantelt, damit uns nichts passiert, Pascal, oder? Ja, aber ich wäre ja auch nur ein dummer Wrestling-Fan, ne? Aber wäre das so extrem gefährlicher gewesen, wenn man die Spanplatten unter Seil hingelegt hätte?
Kenne mich natürlich jetzt da nicht aus, wie riskant das alles ist, aber das wäre so vielleicht so eine Möglichkeit, wie man es hätte man regeln können. Oder sie einfach draußen lagern und ich meine, sie haben ja eh die ersten 5 Minuten, 10 Minuten des Matches haben außerhalb des Rings, des Käfigs stattgefunden, dann hätten sie es ja noch mit reinnehmen können. Du hast draußen einen Heel-Manager stehen, der könnte ja zum Beispiel so eine Tischplatte einfach reinwerfen, weißt du, so, nur so eine Idee von mir, aber ich meine, sie einfach da hinzulegen ist natürlich doof, weil dann hast du da scharfe Kanten im Rennen liegen, wenn die da drauf fallen, ist doof und so, da kann ich schon nachvollziehen. Kann man glücklicher lösen, haken was ab. Das war nicht das größte Problem, was ich ehrlich gesagt mit dem Match hatte. Wir haben auch gar nicht über das Match gesprochen. Wir haben auch gar nicht über gesprochen, wer überhaupt drin stand. LeBlanc stand drin und Joseph Fenech Jr. Und ich muss sagen, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß, sie haben eine intensive Story und dreimal wurde die Maske abgerissen und oh, ist alles so toll. Ich muss sagen, mich holt diese ganze Story überhaupt nicht ab. Mich hat dieses Match auch überhaupt nicht abgeholt, weil es einfach so gekünstelt war. Es war so, hey, wir schmeißen euch hier in diesen Käfigstock rein, wir tun euch schon die Waffen dahinlegen, benutzt die alle, macht euch kaputt. Und am Ende war für mich der Höhepunkt, als Blanc da stundenlang mit dem blöden Gürtel am Ringseil quasi bis am Kopf drin hing, sich gewehrt hat, obwohl er hätte einfach aus diesem rausgehen können, weil das einfach so locker war, was jeder gesehen hat. Es hat mich einfach alles gestört an diesem Match. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand es für eine Käfigschlag unwürdig. Ich meine, es war besser als das, was wir letztes Jahr hatten, weil letztes Jahr hatten wir einen großen Unfall für die WXW, aber nichts für konnte. Und ja, dann einfach ja, die Scheiße fressen musste, die halt passiert, wenn dumme Sachen im Match passieren. Dieses Jahr hat man es bewusst so gebuckt und mir hat es überhaupt nicht gefallen. Pascal, hat es dir gefallen? Ich finde das, glaube ich, das im letzten Podcast schon darüber diskutiert, dass die Story halt dahinter schon gepasst hätte für dieses Match und halt für die Käfigstätte muss es halt brutal sein. War für mich auch alles fein. Was mich persönlich gestört, am meisten dran stört, an dem Match ist eher, wer gewonnen hat. Weil das aktuell wirklich die Fraktion um Robin Christopher Ford komplett schwächt, dass die ganze Zeit so Matches zwar gewinnen, die komplett unrelevant sind, aber sobald es dann Richtung ein bisschen Relevanz geht, sind sie die ganze Zeit am Verlieren. Wo muss man mit dieser Fraktion hin? Die gewinnt ja kein wichtiges Match. Und warum sollte man eigentlich, wenn man so jetzt nach Baby Allison jetzt Richtung guckt, da in diese Gruppierung mittreten, obwohl die eigentlich die relevanten Matches nicht gewinnen? Und vor allem könnte man jetzt auch noch meinen, dass die Fehde jetzt vorbei ist, aber nach der Show hat man ja noch angekündigt, dass Aigle Blore jetzt auch noch im Karat ist. Und ich befürchte, dass wir dieses Match nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wahrscheinlich nicht. Craigie, wie siehst du das? Ja, also ich fand die Story dahinter eigentlich auch ganz gut. Die hat mich hat das Match an sich auch abgeholt. Dazu muss ich natürlich wieder mal den Disclaimer geben, dass ich bisher noch kein Käfigschlachtmatch gesehen habe. Also ich habe quasi keinen Vergleichspunkt. Wenn ich mir natürlich jetzt dran, wenn ich an Wargames-Matches oder sowas denke, dann muss man natürlich schon sagen, dass ein 1 gegen 1 Match dagegen abstinkt, allein vom Novelty-Faktor her. Ja, aber an sich, also ich fand das Match gut, mich hat's auch abgeholt, ich habe mitgefiebert, aber ich fand auch, dass der Falsche am Ende gewonnen hat. Mit einem Sieg von Joseph Fenech Jr. hätte man das Ganze tatsächlich sauber abschließen können. Dann hätten wir halt einen Heel am Ende als Sieger der Fehde gehabt, was ja durchaus auch mal in Ordnung ist. Und dann hätte die Fraktion um Robin Christopher Vorwerk auch gut dagestanden. Aber ja, wie Pascal schon gesagt hat, so fragt man sich halt tatsächlich mittlerweile, was macht die Fraktion eigentlich? Also ich sehe es jetzt noch nicht ganz so eng, dass es keinen Sinn macht, der Fraktion beizutreten. Baby Allison bekommt ja was dafür. Und am Ende ist es ihre eigene Leistung, die dann zählt. Aber ja, wenn man dann andere Leute anschaut, hat man so, also Joseph Fenech Jr. ist jetzt erst seitdem ein Einzelwrestler, aber Tristan Archer zum Beispiel, habe ich fast den Eindruck, war erfolgreicher, bevor er in die Fraktion eingetreten ist. Und da macht man sich dann schon langsam Gedanken, wofür die Fraktion überhaupt noch zusammensteht. Also da könnten sie sich auch eigentlich wieder auftrennen. Und dann kann der Vorwerk sich einen von denen aussuchen und ein Einzelmanager von dem sein. Oder? Also ich finde, da muss man auf jeden Fall noch beim Booking stark zulegen, damit diese Fraktion Sinn macht.
Ja, ist halt ein großes Problem, was sehr viele Midcard-Heal-Stables haben, halt so, ne, die Glaubwürdigkeit rüberzubringen. Ich sehe es ein, ich glaube auch, dass hier Joseph Fennec Jr. den Sieg mehr gebraucht hätte. Auf der anderen Seite willst du die Story halt abschließen und am Ende soll ja immer der schöne Face oben sein und die Leute dann glücklich aus der Halle gehen. Ja, das ist halt so ein kleiner Zwiespalt und naja, wenn Fennec Jr. in Zukunft wieder zum Erfolg zurückkommt, durch einen Heel-Manager, der eingreift, ist das ja für den Heel-Rolle auch weiter vollkommen in Ordnung. Er muss, glaube ich, gar nicht diese ganz, ganz großen Matches wirklich clean gewinnen. Zumindest nicht als Heel, aber darüber kann man sich streiten, das ist eine Auslegungssache. Worüber man sich nicht streiten kann, ist, wie einem die ganze Show so gefallen hat. Ja, ich hatte das schon gesagt, so richtig viel hat mich nicht abgeholt. Vor allem Tischer gegen Hackel hat mich am meisten abgeholt. Prinzipiell war es aber von der reinen Performance-mäßigen sowas halt so, haben wir schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Das war in Ordnung. Ich dachte, Main Event war für mich, ja. Naja, wenn es einen nicht interessiert, dann ist das halt so, ne? Du wartest quasi ganz auf den Höhepunkt, wo du aber schon vorhin weißt, halt so, es ist ja eigentlich egal, wie es ausgeht und dann ist man nicht so ganz drin. Ihr wart in der Halle, habt nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling gehabt, Pascal, Quaggy. Mir kam es sehr, sehr lang vor YouTube. Wie kam es in der Halle rüber allgemein? Wie hat euch die ganze Abend gefallen? Und würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt Freunde habt, hey, nächstes Jahr zu dieser Show müsst ihr hin? Könnt ihr schon mal streiten, wer anfängt? Prügelt euch. Quaggy, du machst los. Oh, okay, ja, dann fange ich an. Ja, also mir hat die Show insgesamt gut gefallen. Ich muss sagen, dass als die Show vorbei war und ich auf die Uhr geschaut habe, ich überrascht war, wie viel Uhr es ist. Also für mich ist die Zeit geflogen. Ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie gelangweilt oder habe auf irgendwas gewartet oder habe auf die Uhr geschaut. Ich habe tatsächlich erst nach Ende der Show auf die Uhr geschaut und ja, also viel kommt natürlich immer über die Stimmung in der Halle. Das macht immer nochmal einen entscheidenden Unterschied, als wenn man sowas zu Hause vorm Monitor anschaut, alleine oder selbst wenn man es zu Hause mit Freunden anschaut, ist es ja schon mal was ganz anderes, als wenn man es alleine anschaut. Aber in der Halle hat man dann natürlich noch mal mehr Stimmung und das macht dann für mich zumindest immer noch mehr Spaß. Also ich würde es auf jeden Fall jedem eigentlich empfehlen. Also die ganze Show, ich finde, es war kein schlechtes Match dabei. Einige haben vielleicht, waren nicht ganz so gut wie andere, aber es war keins, wo ich sagen würde, das war ein Ausreißer, das muss man sich nicht anschauen oder das hat mich zum Cringen gebracht. Nee, ganz im Gegenteil, ich war eigentlich von der Matchqualität her, war ich eigentlich sehr, sehr überzeugt und ja, insgesamt hat es mir sehr gut gefallen. Ja, der Hater, tut er jetzt hier rumhaten oder ist er wie immer bei der WXW doch so sehr, sehr lieb? Man weiß ja vielleicht, ich bin so ein kleiner Fan bei der WXW, aber man muss ja wirklich sagen, die WXW hat hier, also die Wester haben auch hier eine gute Arbeit geleistet. Wie Craig schon sagte, wirklich kein Match dabei, was wirklich schlecht war, von solide bis sehr gut, war alles mit dabei. Und was ich wirklich hier hervorheben möchte, obwohl, dass ja auch gesagt, dass die Zeit schnell verflogen ist, die Leute, die bei der WXW kennen das vielleicht schon, dass man so nach dem vierten oder fünften Match schon sagt, oh, jetzt eine Pause wäre jetzt nicht so schlimm. Und hat sich das überhaupt nicht so angefühlt. Selbst nach dem siebten Match, nach dem Street Fight, war ich halt gedacht, jetzt schon alle Matches rum. Das erste Mal, dass ich wirklich seit langem mich auf eine Pause irgendwie so gefreut hätte in der Zwischenzeit, war wirklich gut. Die Matches, was ich an diesem Event wirklich gut fand, man hat eigentlich fast in jedem Match wirklich eine Story weitererzählt. Das heißt, sogar im Warm-up, wo Baby Allison zu High Performer Limit gegangen ist, im ersten Pay-Per-View oder Marquee-Event, Event-Match, hat man ja hier das Match weiter aufgebaut, dass sie nochmal aufeinander treffen werden. Das einzige Match, wo, glaube ich, nichts fädenmäßig erzählt worden ist, war Yuichi gegen Ilya Bloom, aber dafür war es wrestlerisch ganz in Ordnung. Beim Mixed Tag Team Match hat man Modo und Mace weiter erzählt, dass sie jetzt wieder zusammengetroffen haben und Richtung Tag Team Titel gehen und Bobby Guns und Modo hat man ein bisschen erzählt. Tischer gegen Hackel hat man abgeschlossen. Selbst mit dem Rotation Match, was wir eigentlich also ziemlich belanglos gesehen haben,
hat man so sogar Levania mit reingenommen, um die Story weiter zu erzählen. Amboss gegen Hector und Cash Tihani hat man weiter erzählt, besonders 30er gegen Tihani und Irie für Karat. Und an sich hat man auch im Main Event die Fehde abgeschlossen eigentlich, auch wenn ich immer noch sehe, dass sie auf Karat nochmal aufeinandertreffen, weil einmal die beide jetzt Teil des Turniers sind. Hat mir sehr gut gefallen. Storytechnik wirklich komplett gut durchgezogen war, glaube ich, wirklich eine gute Werbung für Leute, die zum ersten Mal bei dem Event waren. Ja, dann wart ihr zufrieden. Für mich hat es nämlich langatmig angefühlt, aber ihr sagt, wie der gute Quaggy ja schon gesagt hat, so wahrscheinlich kommt es auch zu Hause alleine ganz, ganz anders rüber, als wenn man zusammen in der Halle ist und dort zusammen Party macht. Party machen werden dann hoffentlich dann auch die Zuschauer, die die nächsten beiden Events besuchen werden, wo wir mal ganz, ganz kurz und ganz, ganz schnell drüber schauen wollen. Jetzt auch nicht über jedes einzelne Match oder sowas halt so. Und denn am kommenden Wochenende steht am 9. Februar WXW Dead End an in Hamburg. Außerdem einen Tag später ist die WXW in einer Stadt in Ostwestfalen, die keiner kennt, in Bielefeld. Wollen wir ganz kurz drüber schauen? Existiert. Also die existiert, genau, die ist ja gar nicht da, ne? Ja, ist, also Gerüchte. Also, wenn ihr Karten da habt, versucht euer Glück. Ja, Hamburg würde ich auch gerne mal mein Glück versuchen. Ist einer der wenigen Veranstaltungsorte der WXW, wo ich sage, hey, da war ich noch nicht, da will ich aber unbedingt mal hin. Ich weiß, Pascal war schon da und sowas halt so. Der kann bestätigen, die Stimmung in Hamburg ist wahrscheinlich immer sensationell, oder? Oh ja. Hat bis jetzt jeder Ausflug, der hat Spaß gemacht, vor allem wenn man sich mit Freunden sich da trifft. Und vor allem die Hamburg-Karte ist, glaube ich, immer ganz gut bestückt und seltenst lang, wirklich langweilig oder belanglos. Ja, Quake, du warst wahrscheinlich noch nicht in Hamburg, ne? Aber Markthalle hast du wahrscheinlich schon auch schon mal was von gehört, oder? Ja, also die, ich habe schon von gehört, ich habe schon Shows, zumindest auf WXW Now, gesehen aus der Markthalle, aber selbst dort gewesen bin ich noch nicht, ne? Ja, kann ich dir irgendwas mal empfehlen, falls du mal eine Reise nach Hamburg machen willst und WXW ist da. Gönn dir das auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Irgendwann werde ich mir das auch mal auf jeden Fall gönnen. Ja, sprechen wir mal über die Matches, die da so anstehen. Unter anderem haben wir ein Qualifier für 16 Karat Gold. Leon Slater gegen Mike D. Und ich meine, jeder weiß, ich liebe die Big Guys, ich liebe Mike D. Von daher weiß ich schon, wem ich da die Daumen drücken werde. Quaggy, wem drückst du die Daumen? Ich bin da ganz auf deiner Seite. Mike D ist jemand, den ich absolut abfeiere. Der Typ, der begeistert mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aufs Neue. Ich will ihn im Karat sehen. Mike D macht Party und Party mag der Hater mich auch. Und von daher will ich auch im Karat sehen, oder? Ja, und ich befürchte fast schon, dass eventuell sich WXW sogar vielleicht schon ein bisschen gespoilert hat. Wir wollen jetzt natürlich aber niemanden spoilern. Nee, wollen wir das nicht? Ich weiß ja nicht, wer im Karat kommt, aber allein, also WXW Shotgun hat ja Peter Tihani gesagt, dass er in den nächsten Shows gegen Leute schon mal vorantreten möchte, die im Karat bestätigt sind. Und ein Match davon findet in Bielefeld statt, da wo auch Mike D mit im Match drin ist. Habe ich so leicht die Vermutung, dass die WXW vielleicht so ein bisschen gespoilert hat und deswegen würde ich ja auch mit Mike D gehen. Allein, dass er gegen Peter Tihani oder sogar im Team mit Tihani, weiß ich gar nicht so genau, antreten wird. Es ist ein Tag-Team-Match, ne? Was da für Bielefeld angekündigt worden ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bezieht sich Tihani ja auch auf ein komplett anderes Event oder auf ein komplett anderes Match. Wer weiß. Genau, keiner weiß es. Wir wissen nur, alle anderen in dem Match sind ja auch schon bestätigt fürs Karat. Also so Tihani ist bestätigt, Oscar ist bestätigt im Karat und Aigle Blanc ist bestätigt im Karat. Nimm uns doch nicht den Spaß. Doch. Vielleicht liegt das mit auch komplett falsch und auf einmal ist Leon Slater jetzt im Karat. Immer diese scheiß Smart Marks, weißt du? Es ist. Keine Ahnung von Storytelling. Mann. Okay, wir drücken auf jeden Fall Mike die Daumen und hoffen wir mal, dass wir nicht enttäuscht werden. Weiteres Match, was auf der Karte steht, ein weiterer Qualifier. Bobby Ganz, ganz ohne Raucherpause, gegen Lowman's Woman. Und da bin ich so ganz ehrlich so, hättest du mich so vor 2 Jahren gefragt, wäre die Antwort für mich klar gewesen, wenn ich mich sehen möchte. Mittlerweile muss ich sagen, Bobby Ganz überzeugt mich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr und Lowman's Woman überzeugt mich immer mehr und ja, ich würde gerne, dass der bellende Hund dort weiterkommt. Quaggy, du? Ja, also ich
Ich bin auch sehr zwiegespalten, was das angeht, tatsächlich. Ich will auf jeden Fall sehen, ich will Bobby Ganz eine Chance geben, seitdem er sich von den OnlyFans getrennt hat. Ich will ihm eine Chance geben und schauen, was er kann. Und ich habe auch so irgendwie so ein Bauchgefühl, dass sie ihn pushen wollen. Aber andererseits, wenn Lawrence Roman im Karat steht, hat man natürlich eine sehr gute Chance, eine Story zu erzählen, nachdem er sich ja im Moment eh schon so ein bisschen gegen, ja, fast schon auflehnt gegen seinen Anführer. Wäre das natürlich perfekt, der perfekte Spot für ihn, wenn das im Karat, er muss es ja nicht gewinnen, aber wenn er es da zumindest relativ weit schafft, dann wäre das quasi so ein bisschen so für sein Selbstbewusstsein stärkend, dass er sich dann doch noch ein bisschen mehr auflehnen kann gegen seinen Anführer, den Robert Dreisger. Also deswegen sehe ich sehe da einfach eine bessere Möglichkeit, eine gute Story zu erzählen. Und ja, wie du auch schon sagtest, Lawrence Roman, der überzeugt konstant immer mehr. Also der Typ, der hat es definitiv verdient, für meine Begriffe. Ja, da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Bei Amboss muss was passieren. Man deutet es an. Und dann natürlich, ich meine, Dreisgar möchte so viele Leute vom Amboss wie möglich natürlich im Karat haben, damit er es einfacher hat. Und wie schön wäre es doch, wenn sie einfach eine zweite Runde aufeinandertreffen oder so und Lawrence dort seinen Meister in Anführungszeichen mal so ein kleines Beinchen stellt. Und dann hat man ja quasi schon alles, was man braucht für eine weitere Storyline. Von daher, ich würde Lawrence Roman auch hier eher die Daumen drücken. Pascal, du bist aber großer Raucherpause-Fan, oder? Ja, seit und den OnlyFans eigentlich nicht mehr, nee. Aber mir gefällt ja auch, Bobby Ganz hat ja auch aktuell bis jetzt auf mit Modo jetzt alles auch gut wie keine Story gehabt. Deswegen würde ich auch aktuell eher Lawrence Roman sehen, allein weil ich denke, dass Lawrence Roman auch der einzige aus Amboss sein wird, der im Turnier ist. Ikarus wird zwar seine Chance in Bielefeld bekommen, aber da sehe ich seine Chance bei dem Teilnehmerfeld in dem Turnier, wo er drin ist. Nicht so hoch und deswegen will ich mit Lawrence Roman gehen, allein weil Amboss ein Mitglied im Turnier braucht. Ja, wo es nicht um ganz so viel geht, aber zumindest bis jetzt ein ordentliches Match wird und so ein bisschen, ja, schaut mal nach vorne, guckt mal, was wir hier Tolles im Kader haben. Peter Tihany gegen Ola Blanc, das wird gute Action, aber mehr auch nicht, oder? Ja, Ja. aber mehr muss es ja auch nicht sein. Das ist richtig, das ist richtig. Dann haben wir noch die World Tag Team Championship auf dem Spiel. Cash und Hector gegen Mudo Mace. Ich habe mich am Anfang sehr darüber gewundert, weil ich, wie gesagt, dachte, hey, haben wir nicht ein Number One Contender Match bekommen und was ist, wenn jetzt hier irgendwas passiert? Ja, irgendwie, ja, Mudo Mace bekommen jetzt hier ihre Chance, so einfach aus dem Nix, weil, naja, der Dullnick, ja, einfach gesagt hat, komm, wir machen das, weil wir mögen die doch und die haben doch eine Chance verdient. Ich muss fast sagen, irgendwie ein bisschen billig, wie man jetzt aus der Story rauskommt und was man da jetzt so hinbuckt. Da hätte man mehr rausmachen können, Pascal, oder nicht? Ja, so im Nachhinein habe ich mir auch schon gedacht, erst wollte ich ja Modo gegen Mason, allerdings sehe ich das irgendwie so schnell jetzt doch nicht passieren, außer die machen jetzt Wir einen verlieren. Speedrun mit der Fehde. Wenn die verlieren, vielleicht ist dann Mut und dann sauer, weil Mace versagt oder so. Ja, das ist irgendwie so das Realistische aktuell. Aber dann, bevor man das Match hier angekündigt hat, habe ich gedacht, oh, es könnte vielleicht auch ein gutes Match sein für Kairat. Hector und Cash gegen Modo und Mace, das wäre, glaube ich, der Wrestling auf jeden Fall sehr gut. Dass man das hier schon bringt, vielleicht wirklich eine Tendenz, dass man Modo gegen Mace schon bei Karat bringt. Und da Hector und Cash aktuell letztens erst die Titel wieder zurückgewonnen haben, wenn sie den Titel auch nicht so schnell wieder abgeben. Und man hat einfach das Match somit begründet, dass sie die Titel ja nie verloren haben. Haben jetzt ein Match gegen ein Tag-Team gewonnen, was eigentlich so gar nicht existiert. Ja, auch viel zu schnell erzählt. Man hätte, glaube ich, aus dieser Konstellation auch viel mehr rausmachen können. Ja, das wäre für mich einfach ein bisschen zu sehr gewascht, weil so Mudo gegen Mace wäre eigentlich eine perfekte Story so für Mitte des Jahres, wo man eh nicht so viel hat, weißt du, so nach dem Karat und so, was man schön machen könnte, wenn man es Karat bringen möchte. Dann müssen sie hier verlieren und vielleicht ein bisschen Streit kriegen. Oder gewinnen sie hier vielleicht sogar die Gürtel, Quaggy? Ich glaube nicht, dass sie die Gürtel gewinnen. Ich glaube, wobei, vielleicht.
Also es gibt halt, also für meine Begriffe gibt es zwei Möglichkeiten. Die WXW findet natürlich mit Sicherheit die dritte, aber die eine Möglichkeit für meine Begriffe wäre, dass Mude und Mace hier verlieren und dadurch der Split von beiden vorangetrieben wird. Die andere Möglichkeit wäre, dass sie gewinnen und der Split dann erst dann erfolgt, wenn sie die Titel das nächste Mal verlieren. Und dass man das so ein bisschen rauszögern möchte, vielleicht auf eine Zeit nach dem Karat, wie du gerade sagtest. Weil solange sie die Titel haben, ist ja noch Friede, Freude, Eierkuchen quasi. Und dann schaut Mace vielleicht ein paar Mal schräg zu Mudo rüber, wenn der ein bisschen brutaler ist. Aber solange sie die Titel noch haben, ist es ja noch in Ordnung. Aber sobald sie dann verlieren, dann explodiert er vielleicht oder so. Also das wäre so die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, wie man das sinnvoll herauszögert, diesen Split der beiden. Ja, ich mag die blöden Smartmarks ja nicht, aber jetzt muss ich auch mal einen Smartmark-Morent hier rausholen. Ich meine, wenn man sieht, was danach für ein Match ja noch auf dem Programm steht, wenn danach noch ein Number-One-Contender-Match, wo wir gleich drüber sprechen, da macht es nicht sehr viel Sinn, dass die Gürtel vorher wechseln, bin ich der Meinung. Und dann spoilert man sich auch schon wieder vielleicht ein bisschen halt so. Schauen wir mal, was da wirklich raus wird. Denn, ja, wie gesagt, das nächste Match, was wir dann auf dem Plan haben, auch in Hamburg, geht dann um die Number-One-Contender, was wir eigentlich schon irgendwie erwartet haben, was wir eigentlich schon gesehen haben, aber wir bekommen es halt einfach nochmal High Performer Limited gegen Rod und Flott zum nächsten Mal. Aber diesmal mit einem Twist. Diesmal wird es nämlich zwei Referees geben. Wow, zwei Leute, also vier Augen, die nichts sehen. Ist ja, ja, das heißt, es werden sechs Leute im Ring stehen. Ja, Pascal, werden die zwei Ringrichter helfen oder reicht das nicht? Das ist eigentlich so der perfekte Augenblick, wo man den guten Vorwerk perfekt einsetzen könnte, dass er einen Referee draußen ablenkt. Ich gehe davon aus, dass nicht direkt beide Referees im Ring sind. Das wäre nicht so klug. Den lenkt ihn draußen ab, einer von den beiden Heels, also Marek oder Archer, lenkt den anderen Ref im Ring ab, und dass sie so unfair gewinnen können. Denn ist ja irgendwie aktuell nicht Rod und Flott gewinnen, auch wenn die bei den Fans over sind. Aber allerdings gibt es so ein Heel gegen Face, Dynamik um die Titel, immer ein bisschen besser an. Auch wenn ich finde, dass irgendwie beide Teams nicht so das große Standing hätten, um die Titel beim Karat anzutreten. Ich gebe zumindest einfach mal drauf, dass der Titel schon beim Karat eingelöst wird dann. Ja, deswegen gehe ich ja auch auf jeden Fall mit der High Performer Limited und die Überzahl von ihnen wird das dann ausmachen, dass sie das Match hier gewinnen. Ich weiß ganz genau, wie es ausgeht. Natürlich werden zwei Ringrichter nicht ausreichen. Beim nächsten Mal werden wir dann drei Ringrichter haben, die werden auch nicht ausreichen. Und dann spätestens werden wir den Videobeweis einführen in den Kölner Keller und dann ist das Ding auch kaputt. Nicht? Okay. Also ich sehe durchaus eine Chance, dass Rod und Flott das Ganze gewinnen. Primär deswegen, weil High Performer Limited ja eh so schlecht gebuckt wird die ganze Zeit und nicht gepusht wird. Und wenn man die Option nimmt, dass Mude und Mace die Tag-Team-Titel gewinnen, dann passen Rod und Flott natürlich besser als Contender rein. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Dann haben wir noch ein WXW Shotgun Championship-Match auf dem Plan. Rotation verteidigt seinen Titel gegen Cody Rhodes. Doch nicht Cody Rhodes. Ich habe nur das Bild gesehen. Ist gar nicht Cody Rhodes. Ist die britische Version. Ist die britische Version von Cody Rhodes, zumindest wenn ich die Pause sehe, ist so, glaube ich, eine typische Cody Rhodes-Pause. Und die blonden Haare passen zumindest. Nein, es geht gegen Leighton Buzzard, der mir überhaupt nichts sagt. Kennt ihr den? Quaggy, Pascal? Ich habe keine Ahnung. Witzigerweise kenne ich den sogar. Oha. Der war nämlich letztes Jahr beim Karat, glaube ich. Was? War der bei dem WXW Now and Friends Showcase. Achso, das sind diese Events, die ich noch ausnichte im Hotel, okay. Deswegen kenne ich ihn nicht. Dann erzähl mal was, Craig, über ihn. Ich erinnere mich an ihn, weil ich sein Gimmick sehr verwirrend fand, weil er irgendwie mehrere Gimmicks in sich vereint hat, die meiner Meinung nach nicht zusammengepasst haben. Und eins davon war irgendwie irgendwas Vampirmäßiges. Ich weiß nicht mehr genau. Also, ich weiß noch, dass ich sehr verwirrt war. So 100%, warum ich verwirrt war, weiß ich nicht mehr. Er hat zwar einen Eindruck hinterlassen, aber nicht so einen starken, dass ich mich nach einem Jahr noch daran erinnere. Aber zumindest meine ich mich zu erinnern, dass er durchaus eine solide Performance abgeliefert hat. Und ich meine, er wäre damals Champion in irgendeiner britischen Promotion gewesen. Also
wird da schon irgendwas an Fähigkeiten mitbringen, denke ich. Und ja, von der Rotation erwarte ich ja eh wieder den üblichen Highlight Reel. Also das wird bestimmt auch ein solides Match, aber ja, wie das halt mit Fly-Ins so ist, einen Shotgun-Titel gewinnen die, glaube ich, nicht. Immerhin hat er bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich hatte schon Wrestler gesehen, die habe ich nach einer halben Stunde vergessen gehabt. Von daher, das ist schon mal positiv. Hat er auch bei dir einen bleibenden Eindruck verlassen, Pascal? Kennst weiß zumindest, dass er als ICW World Champion aufgetreten ist bei der Show. Wann war das nochmal? Wie hieß die schon mal? Beim Karat, das Friends, Wegs, ne? We Now and Friends, glaube ich, hieß das. Da aufgetreten ist. Ich meine, dass er mich jetzt nicht so überzeugt hat, aber auch gleichzeitig nicht so schlecht war, weil er einfach, wie ich schon gesagt habe, das Gimmick mich einfach nicht so interessiert hat, aber wrestlerisch kann der auf was und für das Match wird es dann gegen Rotation auf jeden Fall ausreichen. Ich habe mich übrigens gerade erinnert, was mich an dem Gimmick so verwirrt hat. Er hat sich El Capitan genannt, aber hatte irgendwie so eine Art Vampir-Gimmick drauf und ich fand das dann merkwürdig, dass ein mexikanischer Vampir aus Briten uns zu besuchen kommt, aus Britannien. Das war, ja, die Welt bin ich irgendwie nicht so ganz mit klargekommen. Die Welt ist mittlerweile divers, 2024 ist das alles möglich. Also von daher muss da ein weltoffener werden. Naja, schauen wir mal, was rauskommt. Wir gehen davon alle aus, dass Rotation hier natürlich verteidigen wird. Alles andere wäre mehr als eine große Überraschung, würde ich sagen. Ja. Letzte Match des Abends. Amboss gegen Oscar und Yuto Nakashima. Ja, da bin ich auch schon wieder raus. Ich habe keine Ahnung. Amboss wird das hier bestimmt irgendwie unfair gewinnen, oder? Ja, für mich sieht's, da kann es einfach keine andere Möglichkeit geben. Jetzt einfach. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Oscar und Yuto Nakashima irgendwie in Japan irgendwie ein Tag-Team gebildet haben und da stark unterwegs waren, aber als Amboss darf man hier eigentlich, glaube ich, nicht schwächen. Oscar ist wieder zurück. Ich weiß nicht, wie sehr du dich drauf freust, aber ich finde es eigentlich ganz nice, ihn mal wiederzusehen, gucken, wie er sich in Japan entwickelt hat. Ja, das finde ich so irgendwie auch mit was ein bisschen random ist, aber ich glaube, ich trotzdem ganz gut werden kann. Und der Titel ist schon wieder nicht auf dem Spiel von 30er. Was ich auch an sich nicht schlecht finde und der World-Titel muss nicht immer bei jedem Event auf dem Spiel stehen. Ja, Oscar, ich habe ihn ja damals echt gemocht, habe da gesagt, okay, der muss halt einfach noch ein bisschen reifen, der ist dann auch so ein bisschen zu sehr babymäßig im Gesicht. Ich hoffe, dass er aber einfach ein bisschen älter geworden ist und dann das einfach überzeugender noch rüberbringen kann, diese Rolle, die er hat, weil dann ist er, glaube ich, echt ein richtiges, richtiges Monster und kann ordentlich abliefern. Und ja, Nakashima sehen wir ja einen Tag später noch in einem Qualifier. Ich kann natürlich sagen, wäre natürlich blöd, wenn er verliert und danach einen Qualifier antreten muss. Ich finde das Standing nicht so gut, aber auch in diesem Qualifier wird er wahrscheinlich auch nur mehr oder weniger ein Lückenfüller sein. Von daher rechnen wir einfach mal einen Amboss-Sieg, oder, Quaggy? Ja, ich kenne weder Oscar noch Nakashima, insofern kann ich da jetzt nicht allzu viel zu sagen, aber ich sehe auch jetzt eigentlich Amboss da gewinnen. Ja, auf Oscar kannst du dich freuen, der hat einiges drauf. Also, wenn der jetzt noch so ein bisschen böser im Gesicht wird, dann hat er große Zukunft. Er könnte sich ja ein Schnurrbart wachsen lassen und mit Ilja Bloom zusammentun. Ja, das könnte man natürlich machen, aber da hätte er das gleiche Problem wie ich und der hat einfach keinen Bartwuchs, weißt du? Das Problem kenne ich auch übrigens. Ah, dann musst du auf jemand anders warten, um die Schnurrbart-Männer zu gründen. Ist richtig, ist richtig. Ja, nachdem sie in Hamburg waren, abgerissen haben hoffentlich und alle Leute zufrieden nach Hause gefahren sind, werden die sich alle am nächsten Morgen auf den Weg machen Richtung Ostwestfalen in einer Stadt, die es angeblich nicht gibt, nach Bielefeld, ins Forum. Ich war noch nicht gewesen, Pascal war da auch schon mal gewesen, ne? Glaube ich auch mal ganz gute Stimmung im Forum, oder? Ja, ich war, glaube ich, schon 2-3 Mal im Forum gewesen und bin auch bei dem Event anwesend. Hab aber noch Karten bekommen, werde auch mit Leuten von WI da sein, mit David, Julian, Tommy und Claudio sind, glaube ich, alle da und ich glaube Daniel auch. Also, eine größere Gruppe sind diesmal in Bielefeld und Bielefeld ist einfach, was Stimmung angeht, immer komplett großartig und ich freue mich komplett, da zu sein und die Stimmung einsaugen zu können. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich für die WXW, dass du ankündigst, dass du da bist und quasi dafür eigentlich für einen höheren Ticketverkauf sorgen würdest, weil jetzt natürlich viele, viele Podcast-Zuhörer natürlich auch dahin möchten. Müssen wir leider sagen, ist ausverkauft, ne? Tickets gibt's nicht mehr.
Ja. Das ist Pech vorbei. Gehabt, Leute. Ihr könnt auch auf WXWNOW gucken. Genau, ihr könnt auf WXWNOW gucken, abonniert das und gönnt euch das. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Action für Karat dort auf dem Programm, denn dort werden alle letzten Plätze, ich glaube, alle letzten vier Plätze vergeben, oder? In dem Event die letzten drei, ja. Letzten drei Plätze werden vergeben, genau. Und starten tut das mit einem Qualifier-Match, was feststeht zwischen Ikarus, unseren Lieblingsmann der Liebe, Levaniel, Maggot und den gerade eben schon angesprochenen Yuto Nakashima, die in einem, ja, ich weiß nicht, ob es das erste Match dann wird, aber zumindest jetzt hier auf der Card im ersten Qualifier-Match aufeinandertreffen werden. Und einer von ist kein vier, Match, ist ein Turnier. Vier-Mann-Turnier. In diesem Vier-Mann-Turnier aufeinandertreffen werden und einer von den vier wird sich durchsetzen und am Ende im Karat stehen. Und wir wollen doch alle dort eigentlich nur Levani oder Maggot sehen, oder? Da sind wir uns doch einig, oder? Ja, aktuell. Ja, ja, QG, mach du. Okay, dann mache ich. Ja, also ich sehe Levani ganz ehrlich da gewinnen. Für mich hat der gerade das meiste Momentum und hat es durchaus auch verdient. Also ich will mehr von seinem neuen Gimmick sehen. Ich hoffe, dass er mich weiter so überzeugt wie bisher. Und wenn er das tut, dann hat das auch, ja, dann finde ich, hat das auch verdient. Also ich will mehr von ihm sehen und ich finde, da der wird sich gut machen im Karat. Ja, vom Standing hätte es wahrscheinlich Levaniel und Maggot verdient. Ich bin der Meinung, mit Levaniel kann man viel einfacher eine Story schmieden und der hat genug Kontrahenten, wo er auch an einem Freitagabend oder einem Sonntagmatch antreten kann. Und Maggot steht so ein bisschen in der Luft momentan, so ein bisschen, von daher würde ich fast sagen, komm, pack einfach Maggot da mit rein und der ist immer Publikumliebling und den feiern sie eh alle ab. Aber keine Ahnung. Das ist nur meine Meinung. Du siehst es anders, Quaggy, wie siehst du es, Pascal? Ich kurz noch, weil mir gerade die Idee gekommen ist, man kann natürlich, wäre zwar ein bisschen einfallslos für meine Begriffe, aber mein Punkt war, wenn Maggot es schafft, in dem Qualifier-Tournament durchzukommen und Baby Allison es später dann auch schafft, gegen ihren noch unbekannten Gegner, dann kann man die beiden natürlich im Karat nochmal aufeinandertreffen lassen, was eventuell auch eine nette Storyline sein könnte, je nachdem, wie man es aufzieht. Oha, das gibt aber Ärger zu Hause. Aber finde ich eine gute Idee. Guck mal, Levaniel können wir anders verpacken. Maggot könnte gegen Baby Allison antreten. Eigentlich schon fast gebuckt, oder, Pascal? Maggot gegen Baby Allison wollten sie nicht beruflich und privat auseinanderhalten. Zumindest sehe ich zumindest Levaniel auf zumindest eine Runde weiterkommen. Und solange jetzt kein Jürgen Simmons bei den Ventiro zurückkommt und Levaniel irgendwie außer Gefecht setzt, so dass er das letzte Match im Turnier auch nicht gewinnen kann, sehe ich eigentlich Levaniel das ganze Ding wirklich gewinnen und ins Karat mit einsteigen, weil man Levaniel aktuell so gut gebuckt hat, dass man zumindest das erste Match nicht verlieren lassen kann und das zweite, solange jetzt kein Eingriff von Jürgen Simmons oder so kommt, auch nicht. Deswegen ist mein Tipp ganz klar bei Levaniel. Na, dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir werden es überraschen lassen und wir werden drüber sprechen auf jeden Fall. Das kann ich schon mal voraussagen. Nächster Podcast wird dann genau darum gehen. Baby Allison hat auch ein Match. Wir haben sie schon angesprochen. Die hat sich nämlich, ja, zumindest ein Match gespart. Sie brauchen in diesem Turnier nicht antreten oder in einem von diesen Turnieren antreten. Braucht quasi kein Halbfinalmatch bestreiten und hat direkt ein Finalmatch. Wir wissen noch nicht gegen wem. Wir wissen noch nicht gegen warum. Und wir wissen auch nicht, warum derjenige die Macht hat, das zu verteilen. Aber wir wissen, es findet statt, Quaggy. Ja. Gegen wem? Gegen wem? Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, aber ich sehe eigentlich keine andere Möglichkeit, als sie das gewinnen zu lassen. Ansonsten wäre die ganze Aktion für die Katz gewesen. Also wer auch immer auftaucht, eigentlich muss Baby Allison gewinnen und ins Karat gehen. Pascal, hast du eine Idee, wer es sein könnte, wer hier auftauchen könnte? Craig hatte ja schon, glaube ich, bei Anniversary die Idee gehabt, dass man Norman Harris jetzt gegen die Frauen verlässt, um die Frauen gleich stark darstellen zu lassen. Das wäre vielleicht so ein Kandidat gegen Baby Allison. Wenn Norman Harris nicht in dem Match ist, dann denke ich mir, der wird ja in einem anderen Turnier sein. Das ist ziemlich vom letzten Jahr noch viel verdient, sich hier einen Spot zu erkämpfen. Aber Baby Allison kommt auf jeden Fall als Karat allein, weil die WXW aktuell ja
zumindest immer eine Frau im Karat stehen hat. Und Baby Allison ist ja diejenige, die eigentlich letzten Jahren immer da war und sich den Spot auch verdient hätte. Ja, ich fände es irgendwie noch am besten, wenn man einfach sagen würde, hey, man macht die beiden Turniere am Anfang und die beiden Finalverlierer treten dann gegen Baby Allison an. In Triple Threat, fertig aus. Und Baby Allison gewinnt das irgendwie. Keine Ahnung. Aber das wäre wahrscheinlich die fairste Lösung. Keine Ahnung. So kommt einfach irgendjemand random da rein, der nicht mal bei Vorweg anfangen musste, um dieses Match zu bekommen. Na, lass uns mal überraschen. Ja, wir haben gesagt, wir haben noch ein zweites Qualifying-Match auf Qualifying-Turnier auf dem Programm. Und ja, da kommen wir jetzt einfach mal ins Blinde raten. Ich würde sagen, es gewinnt einer von den Vieren. Bist du Meinung? Wer gewinnt Quaggy? Weil wir haben nämlich keine Namen. Wir wissen gar nicht, wer daran teilnimmt. Was ist da los? Also einer von den Vieren ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, da sage ich jetzt nicht viel gegen. Also es werden... Ich finde die Idee von Pascal gar nicht so schlecht, dass Norman Harras der Gegner von Baby Allison wird. Ansonsten hätte ich ihn nämlich jetzt auch in dieses Match gepackt. Ja, ich meine, man kann jetzt natürlich blind darauf losraten, wen es noch gibt. Es wird bestimmt irgendein Fly-In mit drin sein. Wenn ich so drüber nachdenke, wer letztes Jahr im Karat war, wissen wir denn, was mit Ahura aktuell ist? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Den nehme ich ja eigentlich gegen Baby Allison. Oder Metehan haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht taucht einer von denen mal wieder auf. Wir wissen, wer es nicht wird. Es wird nicht Alain Blanc, Mike D, Vecchio oder Peter Fiani oder Oscar. Weil in der Tat. Die treten nämlich danach noch in einem Random Tag Team Match einfach gegeneinander an. Ja, Pascal, wer wird da antreten? Ich meine, noch im Kopftraum ist Ilya Bloom sicher das Ziel gesetzt hat, ins Grad zu kommen. Aber allerdings hat er gesagt, dass er jetzt auch jetzt wieder verloren hat. Also weiß ich jetzt nicht, ob man ihn jetzt da unbedingt reinstecken wird. Aber das wäre so ein Name, den man da reinpacken könnte. Man könnte noch einen Outsider wie Nick Schreier, der jetzt regelmäßig da ist, könnte man reinpacken. Aber aktuell fällt mir tatsächlich so wirklich große Namen fürs Karat nicht mehr wirklich so ein. Können wir vielleicht, hat die WXW vielleicht uns kleine Hinweise gegeben, weil wir haben ja immerhin dieses Ankündigungsplakat von diesem Match. Dort haben wir vier Silhouetten, die wir von hinten sehen, quasi in schwarz und weiß. Also einfach nur die Silhouetten von hinten. Können wir daran erkennen, wer teilnimmt? Ja, würde ich eher sagen, dass rechts mit Theoman oder Metehan gar nicht so schlecht liegt, ganz rechts. Das links daneben ist, aus meiner Sicht könnte das Nick Schreier sein. Das ganz links sieht aus wie eine Glatze, könnte Jürgen Simmons sein. Würde ich mich auch sagen, ganz links würde ich sagen, ist Jürgen Simmons, da würde ich fast drauf wetten. Also den Rücken erkenne ich. Und von den Haaren her könnte das anderes Hector sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen, als Tag Team Champion, falls als Tag Team Champion aus Hamburg rauskommt. Aber es wäre schon ziemlich dumm, das so zu spoilern. Von daher, keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie einfach nur random Silhouetten genommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was hast du dazu, Quaggy? Ich auch mal. Ich fände es zumindest lustig. Also ich glaube, das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ich glaube, ich speichere mir das Bild mal ab. Und dann können wir das bei unserem Review-Podcast, bei unserem nächsten, können wir uns das nochmal genauer anschauen. Ja, gucken wir mal, ob wir wieder zu smart gewesen sind oder nicht. Ja, dann haben, wir die Events dann haben wir die Events quasi durchgesprochen, die uns jetzt erwarten werden. Darüber werden wir auf jeden Fall in den nächsten Podcast dann drüber sprechen, wie es denn alles ausgegangen ist und was uns da erwarten wird. Außerdem wird es noch einen einzelnen Karat-Preview natürlich geben. Das soll es von meiner Seite zumindest für heute gewesen sein. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, Quaggy? Nö, ich freue mich auf das, was da kommt. Ich bin sehr gespannt, wie wir mit unseren Predictions liegen. Und spätestens zum Karat bin ich dann auch wieder live dabei. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, die geilste Zeit des Jahres bei der WXW ist die Road to Karat. Es ist nicht WrestleMania, aber es ist unsere Road to Karat. Pascal ist gehypt und hast du noch was loszuwerden? Ich freue mich auf jeden Fall auf die Bielefeld-Show. Wird ganz lustig. Ab Shannon wird zumindest kein großer Flyer mehr für Karat zu kommen. Der letzte Spot, den man hätte so ankündigen können, ging ja an Aigle LeBlanc. Ihr könnt euch zumindest auf die nächste Zeit auf viele Podcasts breit machen, denn Hamburg und Bielefeld sind ja bald genauso viel Karat, wofür es eine Pre- und Review geben wird. Also wir haben, glaube ich, die nächste Zeit gut was zu tun. Genau, und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, also ihr Zuhörer, dann haut es doch gerne in den möglichen ins Forum rein, unter das YouTube-Video, wie auch immer.
Wir werden dann auch gerne darauf eingehen, wenn ihr Fragen habt oder sowas, halt so, dann haut es gerne raus, dann können wir vielleicht am nächsten Podcast drauf eingehen. Wenn ihr vor Ort seid oder vor Ort wart jetzt zu den Shows, sagt mal, wie hat es euch gefallen? Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Von mir aus war es dann. Ich sage reingehauen und die letzten Worte gehören an Quaggy und Pascal. Ja, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Freue mich auf den nächsten Podcast, wie es Karat verlaufen wird. Aber das ja schon eben erwähnt, mit YouTube-Kommentaren gab es ja auch jemand im letzten Video, da war ja ganz deiner Meinung, was die Frauendivision angeht, Björn. Und vielen Dank für den Kommentar, wir haben es gesehen. Und diskutiert gerne, wer kommt denn aus Bielefeld ins Karat. Schreibt es mal gerne in die Kommentare und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss. Ja, und wenn ihr irgendjemand von uns mit einer WI-Jacke bei irgendeinem Event seht, könnt ihr uns auch natürlich auch immer gerne ansprechen. Wir freuen uns immer drauf, mit euch uns zu unterhalten. Und ansonsten natürlich bleiben immer die Möglichkeiten, über Kommentare sich zu unterhalten oder sonst irgendwie. Also wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf die kommenden Podcasts.